nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Verseri. Heute sage ich mit voller Überzeugung, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und ein tolles Weihnachtsfest und dass alle Ihre Wünsche und alles das, was Sie sich vorstellen, im Kreis Ihrer Lieben funktioniert. Der 24.12. ein ganz besonderer Tag, natürlich ein besonderer Tag, weil da sind wir schon als Kinder darauf hin programmiert, dass das ein besonderer Tag ist. Und heute, in der Fortsetzung zum letzten Jahr, wollte ich eine Sendung machen über eine Stunde, wo ich Ihnen meine Gedanken mitteile. Aber jetzt habe ich so viel Tolles erfahren und gehört die letzten Wochen und Monate, dass ich die beiden gebeten habe, mit mir diese Sendung zu machen. Und deswegen bin ich froh, dass wir unsere Gedanken zum Thema Weihnachten Ihnen heute mitteilen können. Herzlich willkommen bei mir im Studio, Alexa Hubler-Rieder und Kurt Sieber. Hallo Norbert. Hallo Norbert. Also das Schöne ist, wir haben beide Geschlechter vertreten und wir haben also mindestens zwei, wenn nicht fast drei Generationen vor uns, wobei du da den großen Vorsprung machst. Aber hat auch gezeigt in den Sendungen, warum habe ich dich gebeten? Die Resonanz war unglaublich groß auf unsere beiden Sendungen, obwohl wir das eigentlich aus dem Gedanken heraus damals gemacht haben, als ich dieses Thema mit dem Spirale und Wirbel im Fernsehen gebracht habe. Und jetzt ist es so viel tiefer geworden. Bei dir war es das Gleiche. Wir hatten eigentlich eine Sendung gemacht, um vorzustellen, was du so tust beruflich. Dann kam das Thema mit dem Martin Zoller und immer größere Resonanz von den Zuschauern. Und du bist was ganz Besonderes durch deine Tätigkeit als Mentalistin oder viele sagen Medium. Und da geht es mir auch mal darum zu hören, wie sieht jemand, der von deiner Seite das Thema Weihnachten betrachtet, wie sieht er das ganze Gedönse? Ja. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an mit einer Textur, die nicht nur gut zum Weihnachtsfest passt, nein, die auch gut zum Zeitfenster im Moment passt. Und zwar Nelson Mandela, der Kurt Sieber, hat mir diesen Text mitgebracht. Und dieser Text ist aus der Antrittsrede von Nelson Mandela bei der Übernahme der Regierung 1994. Jetzt haben wir in den letzten Wochen jeden Tag das Wort Nelson Mandela gehört und rauf und runter. Und dann wies mich auch der Kurt darauf hin, seltsamerweise, den Passus dieser Rede haben wir nicht gehört. Und das wäre eigentlich ein krönender Abschluss gewesen und auch zurückzuschauen von der Zeit, wo er anfing, 94 bis heute. Also wie gesagt, 20 Jahre fast. Was hat sich verändert? Aber ich lese ihn einfach mal vor und Sie zu Hause hören mal in sich hinein, was von den Dingen, die er gesagt hat, wir doch aufgenommen und mitgenommen haben. Unsere größte Angst besteht nicht darin, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst besteht darin, dass wir unermesslich kraftvoll sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer bin ich, um so brillant zu sein, umwerfend, talentiert, wunderbar. Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu machen, dient der Welt nicht. Es gibt nichts Lichtvolleres beim sich klein machen, um damit die Leute um sich herum nicht zu verunsichern. Wir wurden geboren, um große Pracht, die sich in uns befindet, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in uns allen. Und schlussendlich lassen wir unser Licht leuchten und geben so unbewusst anderen Leuten die Erlaubnis, dasselbe zu tun. So wie wir befreit werden von unserer eigenen Angst, werden andere durch unsere Präsenz befreit. Das ist ja eigentlich so ein Grundweihnachtsthema, ne? Und ich glaube, da gibt es auch von deiner Seite viel dazu zu sagen, denn das Thema ist ja bei dir quasi Beruf. Die Menschen kommen zu dir, weil sie sich nicht finden, weil sie nicht ihren Weg finden oder weil sie im Leben gegen Wände laufen, ständig Verletzungen erleiden und sowas. Und
die Thematik Angst ist ja ein ganz großes Thema zu unserer Zeit, obwohl wir eigentlich drüber hinweg sein wollen sollten. Aber es holt uns ständig ein und Ängste werden ständig geschürt. Wenn ich zu dir jetzt sage, wenn wir das jetzt gehört haben, schauen uns unsere Welt außen an, was ist so im Jahr 2012 bis 2013 passiert. Du hast Klienten, die schon auch über die Zeit zu dir kommen. Was hat sich verändert? Haben wir einen weiteren Schritt gemacht auf uns zu und haben wir einen weiteren Schritt gemacht in Richtung Liebe? Oder sind wir immer noch mit alten Dingen verhaftet und gerade wie Nelson Mandela sagt, in der Angst womöglich verhaftet? Das mit Sicherheit, weil die Thematik Angst, die beherrscht ja so ein bisschen die ganze Welt leider. Und der Text hat das ziemlich genau getroffen. Es ist viel schwieriger, zu seinem Licht zu stehen, weil sich zu verkleinern ist ja immer etwas Einfaches, denkt man. Jetzt muss man einfach gewisse Denkstrukturen umlernen, weil uns ja das Falsche auch gelehrt wurde. Das heißt, was ist die Wahrheit prinzipiell? Und um das herauszufinden, muss man ganz tief in sich hineinblicken. Da kann niemand einem helfen. Man muss gewillt sein, ganz tief in sich hineinzublicken und sich selber anzuschauen. Und aus dieser Kraft heraus kann man sich erweitern. Da ist ja der Punkt. Die Menschen, die zu dir kommen, sagst du ja immer, die wollen was wissen, obwohl sie nicht gelernt haben, sich selbst zu sehen. Du spiegelst so die Leute. Das heißt, du bist keine Hellseherin oder tust nicht in Karten schauen. Ich meine, du schaust schon manchmal in Karten, aber es hat einen ganz anderen Hintergrund. Ja. sondern die Fähigkeit ist im Prinzip, du kannst dem Mensch sagen, wer er ist. Ja, weil ich ein Teil vom Ganzen bin, also kann ich ihn auch beschreiben, was ich wahrnehme. Weil ich mein Hauptgrund oder mein Antrieb ist die Liebe. Und das ist auch wieder ein Wort, da muss man aufpassen. Das sollte man erst in den Mund nehmen, wenn man weiß, von was man spricht. Genauso wie wenn man von Gott spricht oder Ähnlichem. Und durch diesen Antrieb heraus werde ich immer quasi mein Gegenüber spiegeln. Und zum sich finden muss man eigentlich nur hinhören. Und ich sage meinen Klienten immer, ihr habt zwar schon Ohren und Augen, wie ich auch, aber wir hören hier. Das und heißt, wir sehen viel hier. Mehr ins Herz gehen und mit dem Herzen agieren. Ja. Da möchte ich jetzt gerade mal zum Kurt kommen. Kurt, wir haben uns viel unterhalten in den beiden Sendungen, wo wir über diese hyperbolischen Wirbel, das ganze Universum, die ganze Thematik. Wenn ich nochmal auf dein Alter dich ansprechen darf, du bist ein sehr reifer Mensch, du hast sehr viel durchgelebt schon in deinem Leben und konntest viel Erfahrungen sammeln. Jetzt hat die Alexa gerade das Wort Liebe gesagt. Das höre ich in jedem zweiten Liedtext, das Wort, das höre ich in jeder zweiten Geschichte, kommt das Wort vor, an Weihnachten sowieso, dann ist alles Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen, sage ich immer. Und in so vielen Dingen wird immer dieses Wort leichtfertig verwendet. Können wir Menschen wirklich lieben? Manchmal können das wirklich, wenn ich so in die Welt hinausschaue, bin ich da ein bisschen skeptisch. Nein, der Mensch kann nicht Liebe machen. Er meint, er könne und meint Sex, aber das ist es nicht. Sex hat mit Liebe nichts zu tun. Die Liebe, das ist, in der wir schwimmen. Gott hüllt alle sieben Planeten mit der Liebesenergie ein, die er erschaffen hat. Das ist sein Körper im Grunde genommen. Dann müssten doch alle Menschen eigentlich, die sich in diesem Gefüge befinden, müssten doch dann von Liebe erfüllt sein. Sie sind mindestens umgeben. Ah, okay. Das Erfüllen muss der Mensch selber machen. Und da gibt es ein Instrument dazu. Der Mensch braucht einfach immer Werkzeuge. Es nützt nicht, wenn ich von der Kanzel herunter höre, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also erstens mal, wie soll ich mich lieben? Was heißt das? Wie gehe ich davor?
und dann den Nächsten. Also es ist eine Frage des Werkzeuges und des Tun, wie tue ich es. Und ich glaube, das ist das Wesentliche unserer Zeit, dass wir aufhören müssen, den Menschen einfach schöne Sprüche zu geben, ohne ihnen zu sagen, wie man es tut. Er muss es tun, er muss die Chance haben, es tun zu können. Und die Liebe, die um uns herum ist, das ist wie Wind, der steht. Wind, der steht, hat keine Kraft. Wenn ich den Wind in Bewegung setze, bekommt er Kraft. Und genauso ist es mit der Liebesenergie. Ich muss also die Liebesenergie, in der ich schwimme, wie ein Fisch im Wasser, muss ich in Bewegung setzen. Und wie kann ich das? Da gibt es die Anbetung, die Verehrung. In diese Haltung hinein muss ich kommen, zum Beispiel Gott anbeten oder sonst jemand, ein höheres Wesen, Mutter Maria anbeten oder Erzengel Michael. Das heißt, anbeten verstehe ich in Demut und in Liebe, aber nicht in Unterwerfung. Nein, nie. Gott kennt keine Unterwerfung. Mhm. Gott kennt aufrichtige Menschen, die fröhlich sind. Und darum gibt es einen Spruch, wo Freude herrscht, da ist Gott dabei. Und alles andere kennt er nicht. So wenig wie er das Böse kennt. Es gibt immer wie mehr Leute, die erklären, zu unserer Welt gehört das Böse. Es ist da, weil wir Menschen es geschaffen haben, aber es, in der Schöpfung gibt es es nicht. Und darum muss es ja weg. Die Anbetung ist eine innere Haltung, die wir im Grunde genommen den ganzen Tag aufrechterhalten können. Und wenn ich mit dieser inneren Haltung daherschreite, fließt die Liebesenergie durch meine Herzflamme, die da in der Herzkammer ist, im linken Ventrikel. Und ich habe dann die Möglichkeit, diese Liebesenergie in eine Richtung zu senden. Zu dir, zu dieser Pflanze, zu diesem Filmapparat, damit es sehr gut funktioniert, zu meinem Baum, zu einem Tier, zu einem Menschen, der immer Krieg macht. Und das ist das Instrument, das wir haben. Und es geht darum, dass wir das einfach üben. In die Anbetung zu gehen und uns bewusst zu werden, dass durch das Öffnen des Herzens diese Energie fließen kann. Das heißt, der Mensch ist umgeben von Liebe, ja. Aber er muss sich selbst bereit sein, sich von der Liebe erfüllen zu lassen. Ja, er muss einfach sein Herz öffnen. Und da ist die Anbetung, die Haltung, die innere Haltung der Anbetung ist das Ideale, die ideale Haltung des Menschen. Wenn wir doch wir reden ja immer von diesem christlich-abendländischer Kultur, das heißt, eigentlich müssten wir ja, diese Worte, die du gerade gesagt hast, müssten ja für uns eigentlich täglich Brot sein. Wenn ich ja. In christlich-abendländischer Kultur lebe, müsste ich das ja eigentlich so umsetzen. Ja. Jetzt sehen wir ja, dass die Welt im Außen bei weitem nicht so ist. Und von liebevollem Handeln kann ich da oft nicht ausgehen. Wenn ich da ganz banal anfange, der eine betreibt den anderen, dann zwei streiten sich um 5 Zentimeter Grundstück weiter rechts oder weiter links, um irgendeine Linie auf den Boden zu ziehen. Und ich habe vor kurzem wieder eine Beschreibung von auch einem älteren Zuschauer bekommen, der geschrieben hat, wir sind alle Hehler, denn keiner kann mir einen Vertrag vorweisen, wo Gott ihm das Land vermacht hat. Also gehört die Erde allen Menschen und wer sich das zugeeignet hat und das weiterverkauft, begeht eigentlich Hehlerei und somit eine Straftat. Ja. Und da geht es jetzt auch schon in viele, viele Bereiche. Du weißt, wo ich hin will. Ich will damit, dass wir haben einfach angefangen, aus diesem Liebesbedürfnis die Angst zu kreieren. Und jetzt sind wir wieder am ersten Punkt, weil nur wenn ich Angst kreiere, vermisse ich eigentlich Liebe und dann fange ich an, solche Dinge zu tun. Besitz,
soll quasi mir eine Sicherheit geben. Denn nur wenn ich Angst habe, brauche ich Sicherheit. Lebe ich nicht in der Angst, brauche ich auch keine Sicherheit. Von was denn? Ich bin ja mit allem, vor allen Dingen mit dem Göttlichen verbunden. Und somit kann mir gar nichts fehlen, also brauche ich keine Sicherheiten. Und alle unsere Thematiken sind heute genau im Gegenteil aufgebaut. Es geht schon los, das Kind kommt auf die Welt, was machen die Eltern als allererstes? Rennen zu ihrem Versicherungsvertreter und schließen eine Haftpflicht ab, die das Kind mit beinhaltet. Es könnte ja mal irgendwas umfallen. Und somit tue ich gleich das, wenn wir jetzt wieder an die Wirkung gehen, morphogenetische Felder. Ich projiziere schon den ersten Gedanken auf das Kind. Mein Kind könnte ja was kaputt machen, anstatt ich das Gegenteil tue. Aber das ist so dieser Trend. Und da sind wir wieder beim Punkt der Liebe. Wo ist denn der Ansatz? Was läuft denn schief bei Menschen, dass wir immer mehr versuchen zu reglementieren, immer mehr verbieten, immer mehr festlegen wollen und die Leute zwingen, du musst eine Krankenversicherung abschließen. Das ist obligatorisch. Fertig. Angst ist ja das Gegenteil von Liebe. Darum haben wir die Angstkirchen. Die Christenkirche ist eine Angstkirche geworden. In den vergangenen 2000 Jahren. Und das ist System, das ist eine Absicht, damit ich die Menschen in der Angst habe. Das heißt, somit ist auch ihre Entwicklung in die Liebe geblockiert. Ja, ich habe noch selten mal etwas Großes gesehen von einer Christenkirche, wo wir von Liebe sprechen könnten. Es war doch immer Krieg, immer Unterdrückung, immer Verarmung. Immer Ausbeutung. Und das läuft ja heute mit der Globalisierung genau gleich weiter. Wissen Sie, die bösen Menschen, die die Welt beherrschen wollen, die haben fast keine Herzflamme mehr und kriegen fast keine Energie mehr von Gott. Und weil sie ja weiterleben, nehmen Sie von den Mitmenschen die Energie, und das ist Geld. Geld ist Energie. Und Geld das kann nicht quasi arbeiten. Mit der Angst auf Verlust das Ganze noch zusammengebunden, ja. Werden natürlich die Menschen fast wie Zombies dann. Ja, das, wir müssen ja nur schauen, was abläuft. Mal den Fernseher anlassen. Mal nach 21 Uhr mal doch weitergucken. Das ist ja auch, wenn ich das jetzt höre, was du kurz sagst, dann bin ich ja, sehe ich den hyperbolischen Wirkel nur in die andere Richtung gehe. Das zieht uns ja immer mehr runter. Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass die meisten Menschen, die zu dir kommen, in so einer Angstspirale feststecken. Mhm. Also sie trauen sich nichts zu, sie haben ihr Leben nicht im Griff, sie kommen mit ihren Kindern, Partnern, Brüdern, Familie nicht klar. Es ist doch gar nicht so schwer, miteinander klarzukommen. Wo liegt denn die Ursache? Haben die Leute falsche Vorstellungen? Haben wir uns von unserem göttlichen Dasein komplett abgewandelt und leben nur noch in Materie? Also wir sind dran abzurutschen, aber ziemlich sicher, wenn wir so weiterfahren. Und ich bin halt da ein immenser Optimist. Ich kann gar nicht anders als an das Gute glauben, in jedem. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen können, aber jetzt ist die Umgebung so und die Situation so, die wir so verschlissen und kaputt gemacht haben, kreiert haben, dass es eventuell nicht mehr reichen könnte. Aber in den Gedanken gehe ich nicht, weil ich will, dass es funktioniert, und daran halte ich ganz fest, indem ich eben beweglich bleibe, aber in der Liebe. Und ich fixiere mich nicht. Also zum Beispiel, die Welt ist ja eine Ebene, wo man sich, wo das Geistige sich mit dem Materiellen verbindet. Das ist ja eigentlich eine spezielle Welt halt. Jetzt darf man nur nicht daran festhalten an allem. Und ich sage mir, das kleine Detail liegt darin, dass die Leute sich nicht mehr entscheiden können. Sie hüpfen immer von links nach rechts, so lange bis sie müde sind, und wundern sich darüber, dass sie müde werden. Ja, sie müssen vorwärts gehen. Vorwärts heißt nicht eine Richtung, das ist nicht ein Schritt vor oder zurück. Vorwärts gehen heißt sich weiterentwickeln, der Sache entwachsen. Man wird ja hier hergestellt,
damit ich mich entwickle und erwachsen werde. Also ich kann auch mit 90 noch erwachsen werden. Das heißt, erwachsen heißt nicht groß und 20 Jahre alt, nein, sondern erwachsen heißt, wie das Wort, was drinsteckt, erwachsen, ich erblühe in meinem Sein, ja, und werde dann, so gut es geht, ein vollständiges, in Anführungszeichen, Erdenkind, ein vollständiges, wie soll man sagen, mit Gott verbundenes Erdenkind. Oder? Das wäre doch so die richtige Formulierung. Das wäre das Ziel davon. Aber ich würde mir auch kein Ziel setzen. Wieso soll ich mir in einer Unendlichkeit, die wir sind, ein Ziel setzen? Ich darf einfach sein. Das ist das Herrliche daran. Und es ist sehr traurig, wenn ich das Gewicht spüre, was das Schlechte mit uns angestellt hat und wie wir dem frönen und zuhören. Ich weigere mich. Das heißt, ich werde keine Bewegung, keine Handlung, keinen Gedanken in die Richtung von dem, was uns runtermacht, produzieren, sondern genau das Gegenteil. Weil ich kann nicht verlieren. Wenn die Menschen zu dir kommen, dann sind sie ja oft an so einem Punkt, wo sie Krankheit betrifft, wo sie schicksalhafte Umstände betrifft, in Partnerschaft, in Beruf, in Gesundheit. Sie kommen zu dir, weil sie der Meinung sind, ihr komplettes Umfeld wendet sich von ihnen ab. Das heißt, wenn sie schon fast ein Martyrium, und jetzt haben wir vom Kurt ja auch in der letzten Sendung gehört, wir müssten eigentlich nur aufmerksam sein, das heißt unsere Antennen ausstellen, dann gibt es kein Leid, dann gibt es Erkenntnis, denn wenn ich offen bin, erkenne ich, und wenn ich erkenne, kann ich wandeln. Aber die andere Seite ist halt, wenn ich nicht erkenne, dann stellt mir irgendwann Schicksal mal einen Fuß. Und wenn ich es immer noch nicht erkenne, dann führt es mich an den Abgrund und morgen kann ich den berühmten Schritt weiter sein. Sind wir unfähig geworden, die Herzensflamme zu erkennen und zu leben? Hat die dunkle Seite mittlerweile gewonnen? Was meinst du dazu? Nein, auf gar keinen Fall hat die gewonnen. Aber wenn wir so weitermachen, kann sie tatsächlich gewinnen. Aber das will ich nicht. Also das heißt, wir müssen einfach mal den ganzen Müll, der uns umgibt, einfach mal wegstellen. Und ich sage jetzt mal, die Gezeiten, um nicht Gott zu sagen oder wie auch immer, die helfen uns ja, den Müll wegzustellen. Wir müssen uns nur mit dem verbinden, was zu uns spricht. Jeder von uns, wenn du so willst, hört Stimmen. Man hört zuerst seine eigene Stimme, weil man sich selber im Wege ist, das Göttliche zu hören, zum Beispiel. Zuzulassen, vor allen Dingen, das ist, also dich, das ist ja das, was der Kurt vorher mit anderen Worten gesagt hat. Wir machen uns alle klein, aber wir sind alle, und wie es hier drin steht, wir sind alle Kinder Gottes. Ja. Wir sind alle kleine Schöpfer, die mit vollständigen, wie war unser Satz, Alphabet, 98% aller Kinder, die auf die Welt kommen, sind höchst begabt, etc. etc. Wie siehst du das, Kurt? Haben wir uns entzweit, erlöscht das Licht der Liebe auf der Erde? Also, verloren haben wir überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die andere Seite, die böse Seite, weiß, dass sie verloren hat. Und sie zerstört noch so vieles wie möglich, bis es einfach, bis sie untergehen. Und da gibt es ja, das hat keinen Sinn, über Jahre zu reden oder so, aber es kann auf einmal sehr, sehr schnell gehen. Dieses Stoppen von dem, was heute auf der Erde läuft, und ja, deine Sendungen zeigen ja so vieles auf, wo dazu hinführt. Was uns geschehen ist, dass man uns, kann ruhig sagen, seit 2000 Jahren das Wissen weggenommen hat. Das Wissen darum, wie wir es handhaben können. Dass wir Kinder Gottes sind. Die geistige Hierarchie spricht von Göttern in Embryo. Seien wir. Also wir haben diesen Samen ist angelegt zu dem. Und es geht einfach darum, dass wir jetzt anfangen, und das ist time to do.
wie muss ich es machen? Mhm. Gib mir das Handwerk, dass ich es machen kann. In der Bibel kennen wir alle die Hochzeit von Jesus mit der Maria Magdalena. Er hat den Wein vermehrt, er hat die Fische vermehrt, er hat das Brot vermehrt. Ja, wie hat er das gemacht? Er ist kein Zauberer. Es gibt Mysterien. Mysterien heißt ein Wissen, wo wir nicht kennen. Mhm. Oder? Etwas, wo wir nicht kennen, wie es ist. Und die Natur, ich habe das schon oft wiederholt in den vergangenen Sendungen, ist ein vermehrendes Prinzip. Und nicht ein abbauendes Prinzip wie die Menschentechnik. Die Natur baut immer auf, immer auf, immer auf. Sie produziert immer mehr, als dass sie selber braucht für die anderen. Und das ist die Grundlage. Und was gibt es für die größte Kraft im Universum, mit der wir arbeiten können? Das ist die Liebe. Und Jesus ging in die Anbetung und hat die Liebesenergie fließen machen und dann haben sich die Brotlaibe vermehrt. Das kann jeder Mensch, was Jesus gemacht hat. Jesus hat nichts gemacht, was kein anderer Mensch tun kann, wenn er dazu ausgebildet ist, also ausgebildet, wenn er weiß, wie er es machen. Und also wir brauchen wieder die Ausbildung. Wollte ich gerade darauf hin. Dann ging es ja da gar nicht ursächlich um das Thema Religion im eigentlichen Sinn und immer auf die Knie falle und das Sünder sein, sondern es ging darum, Jesus wollte uns eigentlich vor 2000 Jahren schon zeigen, welche Kräfte, welche Fähigkeiten in dem schöpferischen Wesen Mensch liegen. Richtig. Und wie er sie zum Wohle einsetzen kann. Ja, ja. Eine seiner wichtigsten Missionen war, die Menschen vor den Priestern zu schützen, damit der Mensch selber fähig ist, ins Königreich Gottes zu gelangen. Das steht ja überall in der Bibel, diese Aussage. Oder? Er gibt nämlich klare Anweisungen, aber wir verstehen sie nicht. Ich habe sie doch bis 40, 50 nie verstanden, was in der Bibel steht. Auf einmal habe ich es begonnen zu verstehen, weil mir jemand anderes erklärt hat, was das heißt. Das sind diese großen Lücken an Wissen. Genau das ist der Punkt. Ich habe in der Betrachtung dieser ganzen Zyklen der menschlichen Entwicklung auch immer wieder festgestellt, dass der Mensch alles an Wissen nur in Theorie bekommt und er wird voll gepfropft mit Dingen, die er überall nachschauen kann. Mhm. Also als wenn so ein System sich entwickelt hätte, was uns versucht, mit Schalmeienklänge und wie nennt sich das heute, einem Bildungsauftrag und was uns da alles erzählt wird, uns mit Dingen zu beschäftigen, was so mehr nach Brot- und Spiele-Theorie klingt. Ja. Aber das eigentliche Wissen, was auch Wissenschaftler zum Beispiel im Verhältnis mit dem Bau der Pyramiden oder mit dem Thema der Megalithen in diesen unterirdischen Gängen. Das heißt, man erzieht uns unsere Fähigkeiten ab. Ja, einfach das Wissen über die Zusammenhänge. Ich habe letztes Mal gesagt, wir müssen nicht bei den Vierjährigen Sexunterricht einführen. Wir müssen mit denen trainieren im Kindergarten, wie man die Erdflamme ausdehnt, wie man Anbetung macht und die Liebesenergie zum Fließen bringt. Jetzt ist ja nur die Frage, wenn ich das mal ein bisschen ketzerisch sagen darf, welche Intention will der Lehrer? Will er ihn zum Manipulierten machen? Dann muss er ihm Sexunterricht erteilen in den 4 Jahren. Will er ihn zu einem freien und kreativen, liebevollen Menschen? Dann gibt er ihm alle Werkzeuge, dass er sich entfalten kann. Ja. Aber genau das ist ja das, was du vorhin aussagtest. Ich kriege immer mehr das Gefühl, als dass dieser Scheideweg immer näher uns kommt, wo man, wie gesagt, an dieser Kreuzung, an dieser berühmten dann stehen, wo es bloß noch in 2 Richtungen geht. Ich nehme jetzt bewusst keine, sondern ich sage nur 2 Richtungen. Und wir müssen uns dann entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Und es ist ja auch in vielen alten Überlieferungen drin, der eine Weg wird die Menschen ins Chaos stürzen und in die Vernichtung. Ja. Der andere Weg wird sie ins goldene Zeitalter führen.
Aber es, ich glaube, wenn ich jetzt doch rausgehen würde mit dem Mikrofon auf die Straße, glaubt ihr, es würde ein Mensch Nein sagen, wenn ich ihm sagen würde, Sie dürfen jetzt hier Ihre Weihnachtswunschliste unterzeichnen. Wir haben für Sie schon mal angekreuzt. Frieden, Glück, Harmonie, Wohlstand, Liebe wünsche ich mir zu Weihnachten. Bitte Ihre Unterschrift. Da wird doch niemand sagen, nö, das will ich nicht. Jeder wird dann sagen, oh, super, ja, unterschreibe ich sofort diesen Wunschzettel. Aber das kommt davon, weil die Menschen überfordert sind. Die können mit diesen Begriffen nichts anfangen. Wenn Sie ja etwas mit dem Begriff Liebe anfangen könnten, hätten Sie es ja gemacht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vielleicht haken wir da gerade mal ein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja so ein ganz alter Zaubersatz. Den haben wir auch alle, glaube Sie zu Hause auch, alle schon unzählige Male gehört. Aber ich glaube, die wenigsten haben ihn verstanden und ich kann mich da dir anschließen. Auch ich habe bis vor 10, 15 Jahren nicht verstanden, was das heißt. Weil wenn man von Eigenliebe spricht, wird man immer in die Schublade des Egoisten geworfen. Ah, du liebst dich selber, Narzisst, Egomane und solche Dinge kommen dann. Aber vielleicht erklärst du mal, wie das gemeint ist. Ja, ich kann ja im Grunde genommen einen anderen Menschen gar nicht lieben, wenn ich mich selber noch nicht gelernt habe zu lieben. Und das ist immer das Gleiche. Es ist, Gott hat die Schöpfung so einfach wie nur möglich gemacht. Ich habe, wenn ich eine Story erzählen darf, kurz Walter Schauberger kennengelernt, der Sohn von Viktor Schauberger, ist ein Begriff für, klar. Er hat die ganze Naturphysik auf den Tisch gelegt. Und der Sohn hat es als Akademiker hat's dann in wissenschaftliche Formen gebracht. Und er hat immer vom Chef geredet. Mhm. Hat gesagt, Chef, warum hast du die wunderbare Mathematik von Integral und Differential und Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen nicht in deine Schöpfung eingebaut? Und dann hat Gott gesagt, weißt du, ich habe die Schöpfung so einfach wie möglich gemacht, dass keiner kommen kann und sagen, ich verstehe sie nicht. Und es ist so. Mich zu lieben ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ich muss in Anbetung gehen und die Herzflamme und die Liebesenergie, die in mein Herz hineinströmt, in meinen Körper lassen. Das ist auch die stärkste Heilungsenergie, die es gibt. Aber das heißt doch dann, ich muss mich mit allem verbunden fühlen. Aber wenn das doch so ist, ja, dann kann ich ja, ich sage das jetzt mal auch wieder ein bisschen provozierend, dann weiß ich doch sofort, dass jeder, der Metzgerei betritt, das nicht verstanden haben kann, mit allem verbunden zu sein. Ja. Weil würde er das verstehen, was das bedeutet, könnte er nie mehr ein Tier töten, schlachten und aufessen, weil... Welcher Gott hat uns gesagt, esse totes Fleisch? Ja, vor allem die Warmblütigen. Es geht um die Warmblütigen, vor allem beim Fleischessen. Die haben eine Herzflamme wie ich auch. Wir haben eine Herzflamme, das heißt wir... Wie der Mensch auch. Einzig sind bei ihm nicht alle drei Flammen aktiviert, sondern die Flamme der Liebe beim Tier. Und die weiterentwickelt sind und viel mit den Menschen gearbeitet haben, ist dann die zweite Flamme der Weisheit entwickelt. Und der Mensch hat dann noch die Flamme der Kraft, des Glaubens. Und wenn wir diese Tiere mit Herzflammen töten, dann sind das unsere Brüder und Schwestern. Wir verzehren unsere Brüder und Schwestern. Ist doch ganz klar. Aber da beginnt es ja. Und da das liegen ja genau die Punkte, wo ich sage, an solchen, möchte ich mal nennen, Parametern beurteilen auch aber in Anführungszeichen gesetzt, ich sage mal, erkenne ich den Stand der Entwicklung der Menschen. Und solange
noch die Menschen in diesen Tätigkeiten sich verhaftet fühlen, im Fleischessen und im Besitz sichern und Sicherheit in Versicherungen suchen und all diese Dinge. So lange sind wir doch noch unglaublich von unserem göttlichen Inneren getrennt. Ja, ja, ja. Ich habe ja in der ersten Sendung davon gesprochen, dass es der Herr der Venus war, der die Erde gerettet hatte vor 4,5 Millionen Jahren und sie freigelebt hat, bis aufgerichtet hat, bis etwa 20 Grad oder etwas weniger die Achse. Und er hat gesagt vor ein paar Jahren, die Menschheit ist heute schlimmer dran als damals. Und das hat mich so hingehauen. Ja, es ist natürlich, wir hoffen ja immer, dass wir weitergehen, dass wir evolutionieren, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich habe vor kurzem gesagt, ich bin schon gespannt aufs nächste Leben. Denn sollte die Menschheit sich weiterentwickeln und wir wieder über die Fähigkeiten verfügen können, wie zu Zeiten der Pyramidenerbauer und so. Und alle diese Kräfte, die in uns wohnen und die uns gegeben sind, mit denen umgehen können. Wenn ich jetzt heute nach draußen gucke, sage ich, bin ich froh, dass es nicht geht. Weil um Gottes Willen, muss ich mir vorstellen, dann würden die nicht noch nur Krieg führen, dann würden die tonnenschwere Felsbrücke von einem Kontinent zum anderen schmeißen oder was. Also einen Unsinn damit machen. Wir haben das Thema Liebe jetzt, dieses Wort Liebe und Verbindung, Vergebung. Die Menschen, die du in deinen ganzen Sitzungen triffst, haben die alle ein Problem damit, sich zu vergeben und überhaupt sich zu erkennen? Ja, klar. Das ist, sie sind aber dran, es zu lösen, sonst wären sie nicht bei mir. Das ist ja dieses Geführte. Ja. Er hat ja eben das gesagt, wenn du offen bist, dann wirst du immer dahin geführt, genau, wo andere sind, die deine Flamme vergrößern, die dir mehr Licht geben können, die dir Liebe geben können. Also die, welche bei mir sitzen, um die mache ich mir keine Sorgen. Das sind sehr klare Leute, weil ich bin Klarheit und das zieht halt Klarheit an. Auch wenn sie ein bisschen verwirrt sind, das legt sich dann schon, weil die sind ja dran, es zu lösen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier mal festhalten muss, ist, die Leute verstehen ihre eigene Sprache nicht mehr. Also ich inklusive, wir verstehen die eigene Sprache nicht mehr. Und bevor wir, du hast vorhin, Kurt hat das Vorgänge gesagt und du hast das Richtige drauf gesagt, den Zauberspruch quasi zu machen. Also egal, was wir hier rauslassen, ist Energie. Und jede Agierung, also jedes Agieren hat eine Reaktion zur Folge. Auch wenn wir schweigen, das ist ein Agieren, hat wieder eine Reaktion zur Folge. Das heißt, auch wenn du deine Sache nicht versuchst zu lösen, das ist egal, weil das ist dann die Antwort, die du gibst. Dann heißt es, ja, ich mache jetzt eben nichts, auch wenn dir das nicht bewusst ist. Und sich des Wortes bewusst werden, ist glaube ich, sehr wichtig, weil dann hört man mal auf, das Wort Gott zu verhunzen, das Wort Liebe zu verhunzen und man hört plötzlich, was man dem anderen sagt und vor allem hört man vielleicht mal diejenigen, die zu einem sprechen, in einem, weil man ist verbunden, jeder. Das ist das Große. Ich glaube auch bei dem Thema Sprache, ist es so, und da gibt es ja auch im Moment unheimlich viel Bewegung, dass unheimlich viele Menschen im Moment in den Fokus der Öffentlichkeit treten, die uns erklären, dass wir nicht richtig sprechen, dass wir für manche Dinge uns unsinnige Worte zugelegt haben, dann die Verhunnebimbelung mit Anglizismen, mit sogenannten Trendmodulen, dann ist alles plötzlich cool und mega ist alles, es ist mega. Aber wir sehen diese Feinheit nicht mehr und viele Menschen verstehen den Sinn von Worten gar nicht mehr. Wenn sie dieses alte Wort, da bin ich aber im Zweifel, Zweifel klingt für die Leute draußen, dass er etwas nicht glauben kann. Das stimmt aber gar nicht. Das Wort Zweifel kommt hergeleitet von zwei Fällen. Das heißt, er kann sich eigentlich nicht entscheiden. Nicht, er ist nicht überzeugt, nee, er will sich nicht entscheiden. Er hat die Möglichkeit A und die Möglichkeit B und er will jetzt nicht sagen, jawohl.
Also eines der Problematiken, glaube ich, die wir als Menschen haben, die uns aber auch von oben immer so reindoktriniert wird, ist, wir müssen wieder entscheiden. Ja, aber das Wichtigste ist, wir haben alle, alles und alles hat dieselbe Sprache, eine Sprache. Wir sprechen alle eine gemeinsame Sprache und das ist die einzig wahre, das ist die Liebe. Vielleicht sollten wir die noch ein bisschen besser formulieren lernen und vielleicht sollte man gerade über das, das ist auch sowas, wenn ich jetzt dran zurückdenke, an so die Schulzeit und die Schulkinder, eigentlich müsste das eines der Hauptthemen sein in den ersten Klassen, den Kindern das Wort Liebe zu erklären. Was ist Liebe? Anstatt man mit Sexualität kommt, sollte man vielleicht mit Liebe kommen. Ja, liebe Zuschauer, natürlich Liebe, das passende Wort zum Fest der Liebe. Und wir machen jetzt eine kleine Werbeunterbrechung, sind nach dieser Werbeunterbrechung mit dem zweiten Teil der Sendung gleich wieder bei Ihnen und werden dann uns nochmal darum kümmern, wie können wir denn das in uns wieder hervorrufen? Wie können wir denn diese liebevolle Welt uns erschaffen? Bis gleich. In wenigen Minuten. So, und da sind wir schon wieder heute zum Fest der Liebe. Und das war genau das Thema, mit dem wir in die kleine Werbepause gegangen sind. Wir hatten uns unterhalten über dieses Thema, wo die Menschen immer wieder rumflippen und sich nicht verstehen. Aber wenn sie jetzt bei dir waren und haben erkannt, dass sie sich in diesen Angstweg hinein manipulieren lassen, niemand kommt auf diese Welt und hat Angst. Angst ist was Menschengemachtes. Wir tun dann, oh, und wenn da das ist und wenn das runterfällt und wenn da was passiert. Immer diese Geschichten. Und jetzt sind wir ja an einem Punkt angelangt, okay, jetzt stehe ich da und sage, aha, ich habe Manipulationen erlebt. Die Frage ist ja jetzt eine große Frage dran. Wenn er jetzt wieder am Punkt ist, wo er vielleicht sich schon wieder zur Erkenntnis geöffnet hat, wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass das Thema Liebe, dass das, was du als Herzflamme bezeichnest, wie kann ich das schüren in mir, nähren in mir, wie kann ich das weitergeben, wie kann ich dann das, was ich, oh, jetzt komme ich bei dir raus aus der Beratung und sage, wow, gut. Aber jetzt brauche ich ja so wie ein bisschen einen Fahrplan, ein Navigationssystem zur Liebe. Wie funktioniert das? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich muss einfach in die Haltung der Anbetung gehen. Werd mal konkret, was heißt in die Haltung der Anbetung? Ja, wenn ich Gott anbete, da habe ich doch eine bestimmte Haltung und Ausrichtung in mir drin. Also ich spüre das immer, ich bin weniger der bittet, weil ich sage, ich brauche nicht zu bitten, mir steht der Anteil der Erde zu, deswegen bin ich hier inkarniert. Nein. Ich gehe eher in die Richtung des Bedankens. Also ich bitte um nichts, weil ich habe alles, was ich brauche, deswegen brauche ich um nichts zu bitten. Aber jeden Tag, der an mir vorbeigeht, merke ich immer, wie dankbar ich sein kann für all diese Dinge, die da passieren, die mir da helfen auf meinem Lebensweg, die mir da schöne Erlebnisse bereiten, die mir zu essen und zu trinken möglich machen. Also das kann ich sehr schnell und da bin ich auch sehr oft drin, in dieser Haltung der Dankbarkeit. Ja, aber es geht ja bei der Verehrung und Anbetung geht es ja um einen Schritt weiter. Ich verehre jemanden. Das ist nicht nur Dankbarkeit. Ich danke für etwas, was ich habe, dass ich das Leben habe, dass ich
zu essen habe, dass ich genug verdiene. Aber das andere ist eine Verehrung. Das ist die Anbetung. Und die Haltung öffnet mir das Herz. In dem Sinn, dass dann die Liebesenergie fließen kann. Das heißt, dass ich im Prinzip, ich möchte mal ein anderes Wort verwenden, wie entzückt darüber bin, dieser göttlichen Schöpfungsentwicklung teilhaben zu können. Kann man das so definieren? Nein, es geht schon um Personen. Warum kann ich nicht Gott anbeten? Eine Anbetungshaltung ist ja non-persona Gott, deswegen sage ich zu Gott haben. Ja, ich kann auch einen anderen Menschen anbeten und verehren, das tun wir ja. Oder wir verehren jemanden. Wie Nelson Mandela war jetzt ja gerade so ein Beispiel. Ja, genau, ja. Jetzt Nelson Mandela. Und die Haltung, und wenn Sie gesehen haben, wie diese Bevölkerung getanzt und offen und fröhlich war, die hatten so schöne Gesichter. Mhm. Da ist Liebe geflossen. Da könnt ihr aber sicher sein. Darf ich dazu vielleicht etwas sagen? Der Effekt, der mit einem Menschen passiert, der bei mir war, ist, er erkennt sein eigenes Licht, dass er ein Teil vom großen Licht ist. Also, und dieses Bewusstsein über das Licht gibt, wenn man so will, so wie eine Anbetung, weil man plötzlich begriffen hat, ja, da ist etwas, da bin ich Teil von und da bin ich dabei. Das bin ich ja sogar selber. Das ist eine Erkenntnis, die plötzlich wie ein Feuer anfängt zu flackern. Mhm. Und das ist die Erkenntnis, die die Anbetung eigentlich passieren lässt. Es gibt viele, die trauen sich nicht, was anzubeten. Zum Beispiel sich selber in Verbindung, dass sie Teil vom großen Licht sind. Also bete ich das große Licht an, wenn man so will. Weil das sind sehr subtile kleine Schritte, die passieren, aber immens wichtig sind. Natürlich eine Verehrung gegenüber so einem göttlichen Prinzip, einem Ehrfurcht. Genau, ja. Ehrfurcht ist auch so ein Wort, was ich da reinbringen kann. Ja. Wenn ich mir diese wirklich fantastische Form dieser gesamten Schöpfung, aber dazu ist es ja nötig, dass ich über den Tellerrand hinausschaue. In dem Moment, wo alles steht, da sind wir wieder bei unserem Beispiel, die Planeten kreisen in ellipsoider Bahn um die Sonne. Dann steht das System. Mhm. Es steht. Mhm. Ewig und ewig und ewig rasen unsere Planeten da im Kreis rum und fertig. Ja. Nur in dem Moment, wo ich mich mit dem Thema der Hyperbolik oder der Wirbel, Torus oder wie auch immer, beschäftige, merke ich, dass nichts steht. Dass alles in Bewegung ist. Wenn alles in Bewegung ist und das ich in mir verinnerlicht habe, weiß ich genauso, dass nichts endlich ist, dass nichts festgelegt ist und für die Ewigkeit so sein muss. Und das sind genau die Dinge, die lösen mich dann aber auch von diesen sogenannten weltlichen Dingen. Mhm. Es gibt ja Menschen, für die ist eine Vorschrift, die vor 30 Jahren irgendeiner in ein Buch geschrieben hat, die ist wie ein Gottesgesetz. Mhm. Und ich mache das den Menschen immer vor, indem ich ein Blatt Papier nehme, halte ein Streichholz drunter und plötzlich ist es weg. Und es bleibt nichts mehr übrig, nichts außer schwarzer Puppel. Und das soll Ihnen eigentlich zeigen, das können Sie mit der Schöpfung nicht machen. Mit nichts, was die Schöpfung erschaffen hat, kann man das machen. Aber mit den Dingen, die der Mensch erschaffen hat, wie zum Beispiel Vorschriften, Paragraphen, allen möglichen Unsinn, den nehmen wir heute mehr an und verteidigen ihn teilweise mit dem Blut anderer Menschen, weil wir meinen, das wäre wichtiger als das, was uns eigentlich der Schöpfer, was uns Gott eigentlich gegeben hat. Ja. Und da zeigt mir das dieser Irrweg, weißt, dieses einfach vehement und mit fliehenden Fahnen in die falsche Richtung laufen. Und da geht es ja genau drum. Das ist ja so der Inhalt, wo ich immer sage, da unterhalte ich mich mal gern an so einem Tag drüber. Wie kann ich als Mensch, und ich bin ja genauso Zuschauer wie Sie auch wenn ich jetzt da eine Stunde oder zwei im Fernsehen sitze, habe ich trotzdem 23 Stunden, wo ich nichts anderes mache, wie Sie zu Hause auch, zuschauen, erleben, hören, sprechen, informieren, all diese Dinge tue. Und da begegnen Ihnen genauso so viele Thematiken, wo Sie stutzen und sagen, Moment mal. Und sehen Sie, das ist es. Das ist das, was in Ihnen ruht.
wenn sie stutzen, dann hält sie jemand zurück und sagt, hey, hallo, guck mal da genauer hin. Und das sind die Dinge, dann gehen wir drüber hinweg. Ist es vielleicht so, dass wir einfach eine Schule für Sensitivität aufmachen müssten, wo alle Menschen einfach mal rein müssten für ein Jahr oder was? Ja, einmal das Wissen zu lernen. Mindestens das, was Jesus gelehrt hat. Mhm. Man könnte ja sagen, wenn es sind 2000 Jahre vorbei und es wurde nicht gelehrt, was Jesus lehrte. Das wäre das Minimum. Und du hast vorhin erzählt vor der Sendung über einen Mann, der einfach wortgetreu an der Bibel hängt. Wenn ich den etwas frage, dann hat er eine total falsche Vorstellung von diesen Aussagen. Und das ist das Problem. Wichtig ist, dass wir einfach erkennen, dass die Liebesenergie, dass die ganze Schöpfung, die ganze Natur ist ein vermehrendes Prinzip. Und ich kann jedem Menschen seine Herzflamme vermehren, indem dass ich die Liebesenergie zu ihm fließen lasse. Und ein Mensch, der bösartig ist, destruktiv ist, gegen das Leben arbeitet und die Schöpfung, der hat dann eines Tages eine Herdgröße der Herzflamme, wo er nicht mehr dagegen antreten kann. Mhm. Und entweder kommt es zum Bruch oder er stellt um. Er begreift etwas. Und das ist jedes einzelnen Menschen auf diesem Planeten seine Aufgabe. Die Menschen frei zu lieben. Die von der göttlichen Lebensweise abgedriftet sind. Oder wenn ich von der göttlichen Lebensweise weggehe, komme ich in die Zone des Leidens. Ganz einfach. Also das heißt, alle, die uns jetzt zuschauen, ja, könnten jetzt eigentlich einfach eine Strichliste anfangen zu machen für sich selbst. Das bedeutet, fühle ich mich wohl, ja, nein. Mhm. Bin ich gesund, ja, nein und so weiter und so weiter und so weiter. Und je mehr Neins draufstehen, desto mehr ist die Ergebnis, dass ich nicht meinen göttlichen Lebensweg gehe. Oder diesen ja. Weil, ist ja dann die absolute Konsequenz. Ja. Krankheit ist ein Teil von Leid, klar. Wer macht mich krank? Gott? Bestimmt nicht. Ja, aber das fragen Sie die Menschen. Sie nicht. Ja. Sie machen sich nicht krank. Ja, ich bin jetzt einfach krank, es hat mich erwischt. Das heißt, man sucht es immer im Äußeren. Und die Ursache der eigenen Krankheit ist dann meistens wir haben ja immer so tolle Begriffe, ein Virus. Es war ein Virus unterwegs und der hat mich halt verwischt. Ne? Ja. Und da sind wir aber auch wieder bei so einem Punkt. Wenn du jetzt so zurückschaust in deiner Zeit, wo du deine Tätigkeit schon ausführst, wie viele Menschen, die zu dir kommen, haben irgendeine Krankheit? Ich würde mal sagen, wir sind schneller, wenn wir damit beginnen. Wer hat keine? Ja, also das sagt, wahnsinnig viele Menschen kommen immer erst dann zur Besinnung oder fangen an, dann nachzudenken, wenn es sie bereits erwischt hat. Das heißt, wenn sie an so einem Punkt sind, wo sie schon richtig vom Schicksal auf die Ohren gekriegt haben und fast nicht mehr gerade aus den Augen schauen können, und dann fangen sie an zu überlegen. Dazu möchte ich aber noch sagen, wir entfernen uns gefährlich weit weg von der Natur. Zum Beispiel der Wald vor der Nase, den wir hier zumindest in der Schweiz haben, der zeigt uns schon so viel. Es gibt Menschen, die sind einsam, die trauen sich nicht zu anderen hin. Aber nur schon ein Spaziergang durch den Wald oder durch eine Wiese, oder wenn man nicht sich blind stellt, man kriegt alles gezeigt. Und auch gerade eben zum Beispiel Bäume, Pflanzen, das Wasser berührt einem. Also das verführt einem fast, man muss es lieben. Man kann nicht sagen, oh, ist das alles blöd oder so. Wenn man zum Beispiel ein Kind aus Amerika nimmt und man fragt, woher kommt die Milch? Das sagt, ja, aus dem Tetrapack. Und dann nimmt man ein Schweizer Kind und sagt, woher kommt es? Eben von der Kuh. Das sind Lebensqualitäten, die sind massiv prägend für die gesamte Welt. So etwas darf nicht passieren, dass man die Natur verliert, verpasst.
weil sie wird uns nie hergeben, die Natur, weil wir selber ein Stück davon sind. Aber wir dürfen das nicht tun, sorglos damit umzugehen und sich davon zu entfernen, sonst das widerspiegelt ja uns selber. Also das heißt, deine Tätigkeit wird immer wichtiger, dem Menschen einfach den Spiegel seines Seins vorzuhalten. Ja. Denn wie gesagt, diese ganze Thematik, die wir uns so als Lebensinhalt aufgelegt haben, ob das Konsumverhalten ist, ob das diese Schönheitsphilosophien sind, die uns ständig vorgegeben wird. Was habe ich vor kurzem so einem Text vorgelesen? Und zeigt euren Männern auf den Covern der Zeitschriften immer wunderschöne, schlanke Mädchen und gebt ihnen den Gedanken, so müssten Frauen aussehen, dass sie ihre eigenen Frauen nicht mehr mögen und somit die Familie sich anfängt zu zerstören. Ja. Also diese ganzen Bilder, die wir in den Kopf hinein kriegen, ist das für so ein Test? Hat dieser freie Wille ist ja auch was Faszinierendes. Und da sage ich immer, das ist so, für mich heute ist das so, da hat Gott uns einen Joker gegeben. Wirklich in unserem Lebensspiel ist der freie Wille der Joker. Und zwar funktioniert mein Joker so, der durchaus gesagt, der Chef, habe ich auch lange gesagt, immer der Chef, weil ich das Wort Gott, mit dem hatte ich auch ein bisschen so meine Probleme gehabt. Er hat gesagt, so, der Chef hat gesagt, ich kann jetzt langlaufen und jede Straße langfahren, wo ich will. Und dort, wo es gefährlich wird, würde ich das merken. Genau das ist es, nichts anderes. Sie gehen eine Straße lang, sind sie verbunden. Haben wir das, was der Kurt und die Alexa vorhin gesagt hat, diese Anbindung, dieses Gefühl, verbunden zu sein, dieses Gefühl, ein Kind Gottes zu sein. Wenn ich das habe und ich stehe an einer Kreuzung, ich brauche einmal nach rechts schauen und einmal nach links, dann weiß ich sofort, wo ich hinfahren muss. Jetzt kann ich Ihnen nicht erklären, warum, aber ich weiß es einfach. Und das ist für mich entscheidend. Ja, das ist einmal die innere Stimme. Da, der Christus-Sänger. Wo Jesus Christus dafür gesorgt hat mit seinem Vater, dass er dass jeder Mensch bekommt, steht wortwörtlich in der Bibel. Und das andere ist der Ministrationsengel, der Engel des Dienens, das hat jeder Mensch. Dienen. Ist auch so ein Wort, wo ich so ein bisschen Probleme damit habe, mit dem Wort dienen. Weil ich sage immer, wir sind freie Menschen, also können wir keine Diener sein. Ja, aber dienen heißt etwas tun, ohne etwas zu verlangen oder zu erwarten. Wenn ich so erklärt kriege, dann gefällt mir das gut. Und das ist ein wichtiger Weg zu dienen, um geistig zu wachsen. Das heißt, den Beitrag zu leisten zum Wohle aller. Ja. Denn zum Wohle aller ist ja auch letztendlich mein Wohl. Ja. Ganz klar. Ja. Und wenn ich Dinge tue, für die ich nichts verlange, dann weiß ich, irgendwann kommt das zurück. Du brauchst da keine Abrechnung. Auch dieses ganze Thema des Ausgleichs und der Harmonie. Viel zu viel, und das haben wir auch schon diskutiert, das Thema wird in diesem Thema Harmonie das so gesehen, also wenn ich dir jetzt helfe, deine Garage zu bauen, musst du mir nächste Woche helfen, das ist also immer so im 1:1 Verhältnis. Und das ist auch so eine irrige Annahme, Harmonie erfolgt nicht im 1:1 Verhältnis. Ich sage, wenn du nur die Möglichkeit hast, einfach weil du den Ort deines Lebens so relativ abgeschieden gewählt hast, dann hast du um dich herum vielleicht nur 10 oder 20 Menschen. Und wenn du alles dort im 1:1 Verhältnis ausgleichen würdest, wäre das ein Mikrokosmos, der selbstständig funktionieren könnte. Mhm. Geht aber nicht. Nichts kann alleine funktionieren. Alles braucht irgendwas dazu. Und so ist es immer, dass ich sage, die tun, die kann ich immer nur unterstützen und kann sagen, tut weiter. Und seid euch sicher, ihr werdet euren Ausgleich erhalten. Und vielleicht nicht in Euro, Franken oder Dollars oder irgendwas, aber in der göttlichen Währung, die immer und für jede Zeit gilt und auch immer gelten wird. Und das ist dieses Gefühl, ich sage, was die göttliche Währung heißt, Zufriedenheit. Die göttliche Währung ist genau. Das, wenn Sie morgens aufwachen und Sie machen die Augen so auf und schauen raus, so wie heute Morgen zum Beispiel, und es ist ein schöner Tag. Und in dem Moment, kennen Sie das Gefühl, dieser Gefühlsmoment, der dann so... Oder einer sagt, ach, ich bin gut gelaunt.
Woher kommt das? Wieso ist man gut gelaunt? Oder wieso ist man schlecht gelaunt? Jeder Tag, wo ich aufstehe und wo ich gesund und fit bin, kann ich doch nur gut gelaunt sein. Weil allein das ist ja heute schon ein absolutes Positivum. Überlegen Sie mal, wie viele Menschen heute Morgen aufgewacht sind und nicht aufstehen können. Tausende, aber Tausende, die heute in Pflegestationen, zu Hause, privat oder irgendwo in nicht so schönen Umständen, vielleicht in, ich will jetzt keinen Ort nennen, um niemanden da zu diskriminieren, oder vielleicht in einem nicht so wohlhabenden Land, irgendwo im Osten, in einem Kinderheim. Wenn Sie da heute Morgen als 10-jähriges Kind aufgewachsen sind, womöglich bei 15 Grad minus und keiner funktionierenden Heizung, dann wissen Sie, warum es schön ist. Und jetzt kommt das wieder, warum man froh sein soll, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und jetzt komme ich gleich nochmal auf den nächsten Punkt, der mir immer an so einem Tag nicht aus dem Kopf geht. Das ist dieses Thema unserer Verantwortung. Jeder Mensch, der das Göttliche bekommt, auf dieser Welt sein zu dürfen, der hat doch auch gleichzeitig mit so einem Punkt, wo er aufgerufen ist, zu erhalten oder zu fördern oder weiterzugeben oder so. Und wenn ich mir, ich will jetzt auch keine Namen nennen, spezielle große Konzerne anschaue, mit was und wie die ihr Geld verdienen, dann tun die alles andere als etwas bewahren oder auf etwas aufpassen. Nee, im Gegenteil, die beuten die Menschen, die beuten die Ressourcen und ganze Systeme versklaven sie, nur um, wie gesagt, ihre Profite zu erhöhen. Und dann kommt der Punkt, wo ich immer so eine kleine Entschuldigung dann für die Menschen habe, sage ich, der Mensch, der nicht die Möglichkeiten hat, so wie ich sie habe, mich zu informieren und hinter alle Dinge zu schauen oder so weit, wie es auch mir möglich ist. Ich bin dann im Räderwerk drin, ich kaufe dann meine Nahrung im Großverteiler XY, obwohl ich eigentlich genau weiß, dass da nur Mist herkommt. Ich nehme von einem Hersteller die Schokolade, obwohl ich genau weiß, dass die mit Kinderarbeit hergestellt wird. Ich gehe zum nächsten Textildiscounter und hole mir das Shirt um 5 Franken, obwohl ich genau weiß, dass das Kinder in schlecht belüfteten Räumen bei keinem oder Minimallohn oder unter Minimallohn herstellen. Ich bin in dieser Zwickmühle drin, in diesem, soll ich mir jetzt ein Shirt aus reiner Wolle und ordentlich hergestellt für 40 Franken kaufen, aber ich habe nicht so viel Geld, ich muss mir das für 5 Franken kaufen. Was, verstehst du, diese innerliche Zerrissenheit und sagen, wo kann ich Verantwortung, wo kann ich wirklich handeln wie ein Mensch? Das ist für mich ein großes Problem, dass ich die Ängste der Menschen oftmals verstehen kann und auch ihre Beweggründe, weil sie halt einfach nicht aus dem Ding raus können. Was können wir denn da tun? Wir können nur sein. Das heißt, jeder muss unbedingt das tun, was er kann und nicht, was er möchte oder vorgegaukelt bekommt oder aufgedrückt bekommt. Das bedingt eben, dass man schon als Kind sich sein sollen dürfte, also dass man sein darf, also dass man nicht in ein Räderwerk gerät, wie es jetzt ja fast alle tun, wenn sie auf die Welt kommen, wo aber trotzdem nicht funktioniert, weil die ganz jungen Leute, also die Kinder, die rebellieren gegen Sachen, die sie natürlicherweise finden, nee, das läuft so nicht, eben ich gehe nicht in die Schule. Also müssen wir doch mal lernen und hinzuhören, warum wollen sie denn nicht mehr in die Schule und warum, wissen wir alle schon längstens. Jetzt geht es nur um das Tun. Also das heißt, nicht lange reden, sondern einfach machen. Und das heißt, jeder kann nur das tun, was er eben ist. Aber dann würde das ja bedeuten, dass Dinge, die nicht funktionieren oder Dinge, die uns plötzlich, wie soll ich es formulieren, die uns auffallen, dass sie nicht rundlaufen. Was macht unser System? Verbote erstellen. Ganz schlimm. Ja, aber das höre ich jeden Tag. Schlag die Zeitung auf, jeden Tag. Mhm. Verbot, dass die Jugendlichen sich dort treffen. Alkoholverkaufsverbot, noch ein Verbot, wieder ein Verbot. Haben wir zwar alles schon mal durch. Ich sage immer, schaut euch die Zeit der Prohibition in Amerika an. Dann seht ihr, was das alles gebracht hat. Nämlich gar nichts hat es gebracht. Im Gegenteil, es wurde, glaube ich, nie mehr Alkohol getrunken, wie während der Zeit, wo er verboten war. Das sowas, ja. Also diese ganzen Dinge. Aber wie gesagt, muss ich wieder sagen, Leute, ja, wir haben nichts gelernt. Nichts. Das ist die geistige Entwicklung, die kommen muss.
Wenn die Menschen anfangen, die Liebe zum Fließen zu bringen, dann verändert sich alles. Ja. Das ist die Lösung. Es gibt keine größere Kraft auf Erden als die Liebe. Ich kann mit der Liebesenergie, die ich ausstrahle, kann ich einen Einbrecher stoppen, einen Mörder stoppen. Alles schon passiert. Und es geht darum, dass ich jetzt auch, ja, man kann ja im Grunde genommen nur noch aufzählen, was wir alles tun können mit dem Senden der Herzflamme. Wir können in eine Nestle hinein oder in eine andere Firma hinein die Herzflamme senden. Dann verändert sich dort etwas. Wenn du das jetzt so sagst, dann sehe ich schon die Fragezeichen bei den Zuschauern in den Augen. Was meint er damit? Was? Die Herzflamme senden. Also nicht die Herzflamme, die Liebe aus der Herzflamme heraus. Okay, wie tue ich das? Eben indem, dass ich in die Anbetung gehe und eine innere Haltung erzeuge, die das Herz öffnet und die Liebesenergie zum Fließen bringt. Wir schwimmen ja in der Liebesenergie. Ja. Konkret sagst du nicht die blöde, sag jetzt keine Firma, sondern du gehst mit einem guten Gefühl in Gedanken dahin. Das ist ja auch die Telepathie, was Kurt beschreibt, ist ja, ich kommuniziere mit jedem auch eben ohne Worte. Das muss man sich furchtbar fest bewusst werden. Weil ich spreche mit jedem schon, bevor ich das Maul aufkriege. Also sagen wir doch mal konkret. Das heißt, in dem Fall, bleiben wir bei dem Fall Firma XY, großer Schokoladenverkäufer und wird im Moment noch durch Kinderarbeit, zwar nicht mehr direkt, mittlerweile hat man Subunternehmer dazwischen geschaltet, jetzt kann ich sagen, nö, wir beschäftigen keine Kinder. Mhm. Ist alles klar, brauchen wir gar nicht drüber reden, die ganzen Tricks kennen wir alle selber. Und jetzt stelle ich mir vor, in dieser Anbindung, das heißt, ich gehe erst in meine Herzensliebe hinein. Wenn ich mich bedanke, dann habe ich so ein Gefühl, wie soll ich denn das beschreiben, des absoluten Glücklichseins und Getragenwerdens. So fühlt sich das an, ja? Als würde ich von 1000 Händen getragen. So fühle ich mich, wenn ich in so eine Dankbarkeit hineingehe. Also gehst du zuerst mit dir selber in deinen eigenen Respekt. Und jetzt sprechen wir von Respekt, weil der Respekt ist erst die Möglichkeit, Kontakt zum anderen aufzunehmen. Und wie du Kurt beobachtet hast, er spricht immer von sich selber. Er sagt nicht, was der andere zu tun hat. Mhm. Er beginnt mit sich selber und erwartet nichts vom Gegenüber. Weil das kannst du auch nicht. Du kannst nicht für jemanden denken, sprechen, handeln. Du kannst nur für dich. Also gehst du mit dir in deinen eigenen Respekt, machst das, was du zu tun hast. Und das spürst du, wenn du hören kannst, eben per Herz. Und auch, was deine Aufgabe ist. Und aus diesem Respekt zu dir selber heraus respektierst du automatisch dein Gegenüber. Und jeder, der, wie Kurt es sagt, mit der Liebe, also mit der Herzflamme und an der Liebe zum anderen spricht, erreicht den anderen auch, weil es die einzige Sprache ist, die wir sprechen. Das heißt, wenn ich einem Einbrecher gegenüberstehe und ich verurteile ihn jetzt nicht und denke, was tut denn der blöde Jan hier, sondern ich denke ganz was anderes. Ich bin hier, er ist hier, was machen wir jetzt das Beste aus der Situation? Und schon wird sich die ganze Aura, wenn du so willst, der Situation entspannen. Wird sich in Richtung Lösung orientieren. Ja, klar. Mhm. Richtig. Also heißt, wenn ich diesen Zustand erreiche, und jetzt geht es ja darum, wollen wir jetzt Häme und Spott und Schande über dem Hersteller auskippen, weil er halt Kinder beschäftigt, oder wollen wir die Situation ändern? Dann würde es ja bedeuten, wenn ich dann in dieses Liebe, Licht und Liebe übertragen hineingehe, übertrage ich doch eigentlich die Vorstellung, wie es sein soll. Nein, das ist überhaupt nicht nötig. Gott weiß, was er zu tun hat. Mhm. Denen müssen wir gar nichts vormachen. Also ich brauche diese gar nicht Liebesenergie, die ist so hochintelligent, diese Partikel. Also man stellt sich einfach vor, er arbeitet aus liebevoller Emotion heraus, so wie es im
im göttlichen Gefüge sein soll. Ja. In der göttlichen Ordnung sein soll. Ja. Das heißt, das sind die Gedanken, das sind, weil oftmals kriege ich dann Mails, ja, was heißt das? Ihr erzählt immer ja und dann übertrage ich Liebe, ja, wie mache ich denn das? Brauche ich da Maschine dazu? Oder so. Das ist gut, dass du das so machst. Ja, deswegen geht es mir auch darum, weil viele Menschen wollen ja, sie spüren ja in sich, dass sie gerne da mithelfen würden, aber dann fühlt man sich ohnmächtig oft, weil man sagt, ja, was soll ich denn und wie soll ich das dann? Und das ist ja, und das passt ja so toll zu dem heutigen Tag letztendlich, wenn heute wir die Möglichkeit haben, zu lernen und zu definieren, wie mache ich das denn, wie übertrage ich denn meine Liebe auf andere Dinge oder wie kann ich jemand, dem es schlecht geht oder wo ich sehe, der rennt noch in seinem Hamsterrad im Kreis rum, wie kann ich dem denn vielleicht eine lichtvolle Tür zeigen, wo er rausgehen kann? Die Leute können ganz einfache Beispiele machen, um zu prüfen, ob es funktioniert. Zum Beispiel eine Pflanze. Sie können jeden Tag einmal oder mehrmals diese Übung, dieses Trainieren mit einer Pflanze machen. Wie schöner sie wird, wie prächtiger sie wird, wie größer sie wird und anfängt zu blühen und, ist der beste Beweis, dass sie es richtig machen. Also und für die zwei Pflanzen, mit einer machen sie nichts, mit der anderen machen sie was, dann werden sie sehen, wie es funktioniert. Plötzlich würde natürlich wieder Ausgrenzung und so weiter bedeuten. Mhm. Nee, aber ein tolles Beispiel, genau ein tolles Beispiel, was dazu passt. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen Bericht bekommen, dass einer es geschafft hat, sich von seiner Pflanze die Tür öffnen zu lassen. Mhm. Ja. Sie läuft zwar nicht zur Tür und öffnet die, sondern genau über diese ganz feinen Schwingungen löst sie den Türöffner aus. Mhm. Wenn sie spürt, dass er kommt und er mit ihr in Kontakt tritt, löst sie den Türöffner aus. Ja, wandern Sie durch den Wald oder stehen Sie vor einem großen Baum und begrüßen Sie ihn zumindest. Das sind ja Lebewesen, das sind Devas, große geistige Wesen, die sind viel weiter als wir. Und begrüßen Sie die, wenn möglich eben, üben mit der Herzflamme und plötzlich sieht man bei Windstille, dass sich die Blätter bewegen. Das ist die Reaktion. Ja. Also so kann der Mensch auch anfangen, wieder seine Verbindung festzustellen, sich wieder anzubinden und dann selbst zu sehen. Ich hoffe, Sie haben das alle gut mitbekommen, diese Geschichte. Wie gesagt, Pflanzen. Und wenn Sie jetzt so in Ihrer Wohnung sich vielleicht umschauen, vielleicht gibt es die eine oder andere Pflanze, die ein bisschen Hilfe, vielleicht Liebe, vielleicht auch ein bisschen Wasser bräuchte, um wieder toll zu wachsen. Üben Sie sich darin. Üben Sie sich darin, Ihre liebevolle Energie, das ist ein ganz, ganz großer und starker Faktor, den zu trainieren, so wie Sie irgendwann das Fahrradfahren gelernt haben und das mit Messer und Gabel essen oder lesen oder schreiben, so müssen wir auch alle unsere geistigen Fähigkeiten, alle unsere Dinge, die wir mitbekommen haben, die nicht in der dreidimensionalen Welt für uns einfach zu ersehen oder zu erspüren sind, mit denen müssen wir auch anfangen zu üben, weil da können wir unglaublich viel beeinflussen. Und wenn wir denken, die Welt wäre böse, dann haben wir versagt, weil dann haben wir einfach das akzeptiert. Wir müssen einfach uns dran machen zu sehen, was kann ich dafür tun, dass die Welt noch schöner wird. Und wie wir es jetzt gehört haben vom Kurt und von der Alexa, können wir alle noch einiges tun, dass die Welt wieder schöner wird. Ja. Wichtig ist, dass wir auch, es funktioniert ja auch, die Gedanken hochzuhalten. Und ein wichtiger Gedanke in unserer Zeit, wo wir die im Grunde genommen die Paradigmen umgekehrt haben, ist, dass die Wirtschaft dem Volk zu dienen hat und nicht das Volk der Wirtschaft. Da ist nämlich ein ganz großer Missstand, den wir haben. Dass die Wirtschaft hat noch nie, aber noch gar nie, und ich lasse mir gerne andere Beispiele geben, wenn ich sie nicht kenne, für das Volk geschaut. Es waren nur Augenwischereien. Es ging immer nur um den Profit der Besitzer. Immer nur. Mhm. Und das kann nicht sein, das kann nicht die Wahrheit sein vom Zusammenleben von Völkern, dass die Wirtschaft die Völker einfach als Sklaven und als Arbeitssklaven vereinnahmt und dann einfach, wie gesagt,
das Leben der Menschen ein wirtschaftlich ausgerichtetes Ablaufszenario ist, wo wir zu funktionieren haben. Und das haben wir garantiert nicht. Genau, garantiert das nicht. Das haben wir heute. Das ist das heißt, wir haben schon Tausende von Jahren. Aber wir hatten vorhin noch ein Wort, das ist ein bisschen jetzt untergegangen in der Geschichte. Wir haben gesagt, also das Erste, was ist, der Mensch muss ich mal selbst erkennen. Wer und was bin ich? Du hast da gesagt, das ist oft die Menschen, die zu dir kommen, sind ganz, ganz weit weg von sich. Sie sind schon in Krankheit und was. Also wäre es natürlich schön. Und wenn Sie noch was erkennen wollen, dann gehen Sie früher hin, bevor Sie die Krankheit erwischt, weil ist immer der bessere Weg. Du hattest vorhin noch ein Wort gesagt, wo es um das Thema Liebe geht. Also eine Voraussetzung ist, dass ich auch mich selbst liebe, und zwar mich selbst ganzheitlich. Das heißt, auch wenn ich vielleicht 500 Gramm zu viel auf den Rippen habe, muss ich das trotzdem toll finden. Zwar heißt es nicht, dass ich es toll finden soll, dass es da ist, sondern dass ich es akzeptiere, dass es da ist. Richtig. Und dann nur über die Liebe es wieder loswerden kann, und zwar in Liebe loslassen. Aber das andere Wort hieß, bevor ich mich dann selbst lieben kann, gibt es noch ein Wort, das heißt Vergebung. Und Vergebung, damit haben es ja auch viele Menschen schwer, denn solange ich bei anderen Schuld erkenne, brauche ich auf meine eigene nicht so zu gucken. Ja, der ist ja auch schuld und der hat ja auch schon was damit zu tun. Das ist ja auch nicht so einfach, damit umzugehen mit dem Thema Vergebung. Wie gehe ich damit am einfachsten um, Kurt? Also, Vergebung ist etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Wenn wir einem Menschen nicht vergeben, dann bleibt die Energie, die durch den anderen und mir produziert wurde, an mir hängen. Und ich muss sie in dieser Verkörperung, und wenn ich es nicht in dieser tue, halt in den nächsten Verkörperungen, muss ich diese Energien befreien, erlösen. Nun kann ich einem Menschen nicht vergeben, wenn ich nicht zuerst mir vergebe. Denn ich habe ja an allem, was geschieht mit einem anderen, auch einen Anteil daran. Also muss ich zuerst mir vergeben. Und das findet so statt, dass ich hinstehe und auch wieder aus dem Herzen heraus. Immer ist das der Weg, nicht aus dem Kopf. Der Kopf kann nichts. Das ist eine Röllestation aus dem Herzen heraus. Ich, die Göttin der Vergebung, darum bitte, mir zu helfen, dass ich das vergebe. Dass ich vergebe diesen Menschen, dieses, was geschehen ist, für alles, was zusammenhängt. Und wenn ich das in Inbrunst mache, stark, dann kommt mir das Geschehen ist nie mehr in den Sinn. Und dann kann ich dem anderen vergeben, genau gleich, ich stehe hin und rufe die Göttin der Vergebung an. Das braucht keine großen Sprüche, einfach tun. Ich rufe dich, geliebte Göttin der Vergebung, und so weiter. Und's machen. Das heißt, du redest von Inbrunst, das heißt, ich muss einfach aufrichtig sein. Es muss Energie hinein. Ja, wir kennen das ja heute, Vergebung haben wir ja ganz, ganz oft in dem Thema Beziehungskrisen. Ja. Dass der eine was gemacht hat, wo der andere dann sehr betroffen war und dann ist er jetzt mit ihm sauer und hat sich dann getrennt. Ja. Oder die haben dann ihre Verbindung, die schlafen dann plötzlich in zwei Schlafzimmern, weil da irgendwas vorgefallen ist. Und das verbessert ja die Situation nicht. Nein, im Gegenteil, das heißt, irgendwann redet man nicht mehr miteinander. Und dann gibt es, wie es leider sehr viele gibt, diese sogenannten Zweckgemeinschaften. Die leben zwar schon lange keine Gemeinschaft mehr, aber wohnen halt zusammen, weil es halt einfach wirtschaftlich sinnvoller ist. Mhm. So. Dass der Mensch dabei auf der Strecke bleibt und dass oft das ganze Spiel auch in Krankheit endet, weil keiner von beiden seinen Lebensweg lebt, ist dann noch eine andere Geschichte. Aber was du eben gesagt hast, klingt ja eigentlich ganz einfach. Suchen die Leute bei dir auch Vergebung? Ja, das versuchen sie manchmal durch mich zu finden. Es gibt auch Geschäftsleute, die das fast krampfhaft versuchen, wo ich dann aber halt brüsk dagegen stehe und merken lasse, das kann man nur in sich selber als erster Schritt. Mhm.
Also auch so eine Thematik, wo man wieder nicht das selbst, sondern man sucht jemanden Dritten, wo man hingeht und sagt, früher war das ja einfach, ne? Da ist man nur zum Pfarrer, da gab es einen Ablassbrief, man hat 5 Taler in dem Beutel, der Taler in dem Beutel klingt, die Seele in den Himmel schwingt, so war der Spruch da damals. Ja, genau. Das wird natürlich alles nicht funktionieren. Mhm. Und wie du gerade sagst, Vergebung heißt ja nichts anderes, wie einfach, ich muss einsehen, dass ich da einen Teil dazu beigetragen habe, zu der Situation, und dann sage, ich sage es jetzt mal ganz klar, Norbert, das würde ich heute nicht mehr so machen, weil ich heute gesehen habe, was aus der Situation passiert ist. Also will ich das nicht mehr und will auch so eine Situation nicht mehr erleben. Und jetzt habe ich mir vergeben, dass ich mit da, man weiß ja, wie sowas kommt, ein Wort gibt das andere und dann schaukelt sich das so hoch und plötzlich hat man aus der berühmten Mücke den berühmten Elefanten gemacht, aber keinem ist damit geholfen. Also, gehen Sie einfach hin, wie es, als wenn Sie mit dem Spiegel sprechen und sagen Sie, ja, da war ich auch mit schuld, ich war damals zu erregt, ich habe da genau in die gleiche Kerbe reingehauen wie der andere und dadurch haben wir jetzt seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr und was weiß ich. Und am Schluss sagen Sie es, ich vergebe mir da. Und jetzt kommt genau der zweite Schritt, jetzt sind Sie im Reinen, Sie haben gesehen, wo die Situation erfolgt ist und jetzt machen Sie genau den nächsten Schritt. Und jetzt vergeben es dem Gegenüber, mit dem sie sich da irgendwie gekappelt haben wegen irgendwas. Und so finden sie Auswege, so können sie anfangen, ihre Liste. Und dann gibt es vielleicht noch was Interessantes in der Thematik. Jetzt kann es ja Leute sein, denen man vielleicht mal unabsichtlich auch oder aus so einer dummen Situation heraus geschadet hat, aber die aus unserem Umfeld verschwunden sind. Das heißt, wir können nicht mal mit dem Kontakt aufnehmen, selbst wenn wir es eingesehen haben. Und da gibt es natürlich auch eine Lösung, wie man das machen kann. Aber, liebe Zuschauer, da wir noch mal eine kurze Werbeunterbrechung machen, werden wir Ihnen erklären, wie die Lösung ist, wenn Sie mit jemand vielleicht auf der seelischen Ebene noch etwas gut zu machen hätten, aber der nicht mehr für Sie erreichbar ist, was Sie da tun können. Wir sehen uns gleich wieder nach der Unterbrechung. Der Fuelsaver. Neue Technologie, Spritsparen mit freier Energie. Wenn Sie der Umwelt etwas Gutes tun wollen, wenn Sie Ihrem Portemonnaie etwas Gutes tun wollen, dann kaufen Sie sich jetzt den Fuelsaver und schonen Sie die Natur, schonen Sie die Umwelt und schonen Sie Ihr Portemonnaie. Weniger Verbrauch, weniger Abgase und mehr Leistung. Das ist das Ergebnis für alle Motoren, die mit dem Fuelsaver ausgestattet sind. Ob Sie einen Benzinmotor, einen Dieselmotor haben, ob Sie dieses System in Ihrer Heizung einsetzen, für alle Verwendungen bestens geeignet. In 3 Größentypen, unter 90 PS, über 90 PS und über 230 PS. Bestellen Sie jetzt. So, wieder begrüße ich Sie zum letzten Teil unserer Weihnachtssendung mit unseren Gedanken zu Weihnachten. Bei mir im Studio Alexa Hubler-Rieder und Kurt Sieber. Vor der Pause waren wir stehen geblieben mit dem Thema Vergebung. Vergebung ist nicht nur was, und egal wer jetzt vorm Fernseher sitzt und sagt, ich bin so groß und so stark, ich brauche nicht vergeben, wenn von mir einer was will, haue ich ihm einer auf die Nuss. Ist eine Position, die kann man natürlich einnehmen. Bis zu dem Moment, wo einfach körperlich die Kräfte nicht mehr da sind. Und auch der das heute sagt, wird irgendwann 70 oder 80. Und dann steht so ein 20-Jähriger vor ihm und sagt, was willst du, Opa? Also, immer wieder das Sehen, wir kommen alle immer in alle Situationen und in allen Situationen müssen wir uns bewähren. Deswegen sind wir Menschen und haben das ausgewählte Leben. Aber gehen wir nochmal zurück. Wir haben eben schon erkannt, das eigene Vergeben ist ein ganz wichtiger Punkt, mich zu befreien von der Last meiner Seele, aber immer aus reinem Herzen. Das heißt, das als Showprogramm zu machen, wird natürlich genauso wenig funktionieren wie andere Showprogramme, die in unserer Welt ablaufen. Die Wahrheit und die Aufrichtigkeit, die bringt alles zu Wege und nicht irgendwelchen Tüttelkram, den man uns auch jeden Tag in den Medien natürlich vormacht. Aber das Problem kann natürlich sein, dem vielleicht der eine oder andere was zu verzeihen hat, plötzlich nicht mehr verfügbar ist.
vielleicht ausgewandert, irgendwo ganz anders hingezogen oder vielleicht nicht mehr am Leben. Was habe ich da für eine Möglichkeit, Alexa? Wie kann ich das tun, mit so jemand ins Reine wiederkommen? Also ich persönlich rede ja auch von der Telepathie oder von der Sprache, die nonverbale Sprache, die wir eben sprechen miteinander. Und viel ist es so, dass mein Gewissen mich ja geradezu dazu zwingt, kann ich sagen, Reinheit wieder in die Sache zu bringen. Also wenn ich auf mich höre und merke, nein, also das war nicht, das ist aus dem Gleichgewicht heraus, das muss ich wieder berichtigen. Dann kann ich entweder vor die Person treten, kann ich das nicht wegen den Kontinenten, dann kann ich sie irgendwie versuchen zu erreichen, geht das alles nicht oder Person ist gestorben, tja, dann wird es eng. Also dann kann ich das aber immer noch über die Sprache der Liebe machen. Jetzt ist es auch viel so, wenn mir sowas in den Sinn kommt. Das heißt, hatte ich tatsächlich etwas so lange verdrängt, gibt es auch die Umkehrung, dass das andere Wesen mich gesucht hat und mir gesagt hat, du, war dann schon blöd, aber für mich ist okay. Weil das hört man dann auch. Also das ist, beide Seiten sind ja drin involviert und suchen die Lösung. Auch wenn das manchmal nicht so offensiv da liegt. Also genau, der andere, der da involviert ist, kann ja auch sein, dass in dem die gleiche Suppe der Erkenntnis köchelt, ja, und er sagt, Mensch, jetzt muss ich das mal auf die Reihe bringen. Ja, weil es betrifft ja immer beide. Zum Beispiel ist, wenn ich über Leute irgendwas halt nicht so Gutes sage, das ist eigentlich jedes Vis-à-vis mein Spiegel. Also wenn du dich unwohl fühlst, dann muss ich sofort bei mir suchen gehen, was habe ich für ein Problem. Weil wenn es mir gut geht, geht es dir auch gut. Das kann man ausprobieren. Und wenn ich jetzt wirklich darüber mich hinwegsetze aus Gier oder aus Neid oder was es dann halt ist, wenn ich mich halt mal verführen habe lassen, was man vielleicht auch mal erleben muss, damit man dazulernen kann. Man kann nicht perfekt kommen und perfekt gehen. Also, aber perfekt ist es wirklich, wenn man es wieder ins Gleichgewicht das Bedürfnis hat, etwas wieder ins Gleichgewicht ins zu bringen. Lot zu bringen. Ja, und diese Handlung, das Tun ist das Wichtigste. Und um diese Energie geht es. Mit dem freien Wille, den wir haben, können wir natürlich auch viel Unsinn anfangen. Und wenn ich das jetzt, was die Alexa gesagt hat, umsetze, heißt das doch auch wieder, ich muss aus meinem Herzen heraus, und gerade so ein Anlass wie Weihnachten, wo wir bei unserem letzten Thema dann waren, ist heute denn wirklich Weihnachten? wenn ich so etwas habe und es an mir nagt, dann sind doch gerade solche Tage, die eigentlich diese Besinnlichkeit, ob es jetzt stimmen oder nicht, lassen wir mal außen vor. Aber sie geben uns ja, sind zwei Feiertage dahinter, geben uns ja so den Ruhepol. Wären das nicht gerade so Tage, wo ich groß reine machen kann in meiner Seele, wo ich groß reine machen kann in meinem Unterbewusstsein, was immer mal wieder so einem roten Fähnchen hochkommt, wenn irgendwas falsch läuft? Und ist das dann eigentlich auch vergeben, wenn wir das so machen, wie es gerade die Alexa gesagt hat? Ja, das muss einfach in Einfachheit und in Reinheit geschehen. Und jedes hat einen Engel des Dienens, der hilft einmal mit, dass es ans richtige Ort kommt, was ich möchte. Mhm. Und die sind sehr gerne bereit, uns zu helfen. Die warten nämlich auf uns. Stellen Sie sich mal vor, die meisten Menschen haben einen Engel in ihrer Aura und das ganze Leben lang sprechen sie ihn nie an. Und es geht um das. Die wissen schon, was sie zu tun haben. Und die wollen uns helfen. Es gibt nicht so einen starken Willen, uns zu helfen, wie von der geistigen Hierarchie. Weil die warten auf uns. Es gibt eine Aussage, dass ein Manvatara von 14.000 Jahren, ist ein ganzer Kreis auf den Sternbildern,
wo wir jetzt in ein neues, wir sind jetzt in ein neues Vanatara hineingekommen. Das geht über 14.000 Jahre. Mhm. Dass wir nur im letzten Manvatara die Menschheit der Erde um 5.000 Jahre in den Rückstand gekommen sind. Ah, wir haben uns quasi zurückentwickelt anstatt nach vorne. Ja, vor allem nicht vorwärts. Wir sind 5.000 im Rückstand und müssen das jetzt aufholen. Und darum ist es so wichtig, dass wir einander helfen, uns frei zu leben. Also Beschränkungen abwerfen, Reglementierungen abwerfen, ja, diese ganzen einfach die Herzflamme Einengungen fließen lassen, die Herzflamme, die Liebe muss fließen. Und überall macht die Ordnung. Aber wir müssen es tun und richtig. Ja. Die Anbetung ist eine starke Kraft. Ich sage, die Katholiken können das besser. Die lernen das von Kind auf, die Anbetung. Und das richtig mit Inbrunst machen, dass sich das Herz öffnet und diese Energie fließt und das Trainieren. Du hast von der Sensibilitätsschulen gesagt, das ist eine gute Sache, aber das kommt automatisch, wenn man über die Liebe reden will in der Schule. Die Sensibilität, die Feinfühligkeit und alles. Achtsamkeit, all diese Dinge. Das kommt dann automatisch damit. Ja, aber leider tut man ja in unseren Schulen genau das Gegenteil. Ne? Man tut leider nicht das Schulen, sondern wie gesagt, mit 4 Jahren wollen sie anfangen, über irgendwelche Sexualität mit den Kindern zu sprechen. Ja, ist so schrecklich. Wo sind wir verblieben? Dem Thema Vergebung und wie ich das Ganze umsetzen kann. Auch gerade in der Zeit jetzt, wo wir auch viele anderen Menschen, und das ist ja immer so, Weihnachten ist ja sowas, wo quasi die Emotion wieder angeschaltet wird für 24 Stunden oder so. Ja. Jetzt ist gut. Also die Weihnachtszeit ist eine ganz, ganz besondere Zeit im Ablauf des Jahres. Wir kennen diese Festzeit am 24. Dezember schon von den Kelten her. Und das haben die Kelten schon gefeiert, die Germanen und so weiter. Heute wird es in Schweden noch aufrechterhalten, dass dieses Lichterfest, der Himmel, die geistige Hierarchie, gießt jedes Jahr vom 1. Dezember an bis etwa 14. Januar alles Licht, was sie erhalten haben, um den Menschen zu geben, gießen sie aus über die Erde. Das ist dieser Christusgeist, der reinigt auch. Und da machen auch die großen Wesen mit vom Universum und kommen und helfen den Menschen weiterzukommen. Und am 24. in der Nacht ist der Höhepunkt dieser Lichtausgießung. Und die Partikel dieses Lichtes, die haben die Form eines neunzackigen Sterns. Und das ist auch die Animation oder die Motivation bei den Menschen, dass sie all die Lichterketten aufhängen. Das spürt der Mensch. Das spürt der gröbste Mensch, spürt das schlussendlich, dass etwas los ist. Und viele Menschen drehen ja durch in der Heiligen Zeit. Das sagt man im Volksmund, ja, der spürt wieder die Heilige Zeit. Und da wäre es eben gut, wenn die Menschen das bewusst wissen und dem helfen. Ja, das ist wieder Information über die wahren Zusammenhänge, um die Menschen voranzutragen. Ja. Wir leben doch einfach viel besser, wenn wir wissen, was abläuft, links und rechts von uns. Mhm. Das heißt, wir könnten mit dem Thema der Liebe, könnten wir selbst den größten Diktator dahin bewegen, dass er von seinen Missetaten oder seinen Gewaltherrschaftstaten ablässt. Ja. Aber ohne, dass wir einmal eine Waffe erhoben hätten oder ein Gewehr, sondern rein über unser Herz zu arbeiten. Richtig. Ich meine, das wäre doch mal was wir uns zum neuen Jahr vornehmen könnten. Wenn wir 7 Milliarden Menschen haben, die das machen. Wenn wir nur schon 1,5 Milliarden Christen hätten, die das machen. Ja, das würde in einem Jahr ganz anders aussehen.
Also müssen wir doch dahin, was in vor nicht allzu langer Zeit jemand in meiner Sendung gesagt hat, der Mensch muss erst mal erkennen, welche medialen Stärken er hat. Und wenn er die wieder entdeckt und erkannt hat, dann wird er feststellen, dass er vieles bewegen kann und keinen Schritt vor die Tür machen muss, weil die Kraft in ihm ruht. Ja, ich würde das vielleicht das Wort medial weglassen, das bindet wieder irgendwo an Gedanken. Mhm. Nein, Gedanken sind der Untergang der Menschheit. Nein, die Kraft, wie es Mandela sagt. Die Kraft unserer Liebe entdecken. Ja, ja. Ja, das ist ja nichts anderes damit gemeint. Ja, ich korrigiere es jetzt. Ja, nee, und stimmt, es sind oftmals gerade, wir haben ja auch zum Beispiel oft gesprochen, das Wort Medium ist auch weggeklatscht. Das ist durch viel in der Öffentlichkeit auftauchen. Da wird jedem das Wort umgehängt, ja, ja. Der dann sagt, oh, es hat gerade einen Zug hier gespürt, da kommt jetzt irgendeiner hinten her oder sonst irgendwas. Ja. Und da ist es natürlich schwierig für die Menschen zu unterscheiden. Ja. Was sind wieder Verführungen und was ist Hokuspokus und wo geht es wirklich um die Basis? Einfach hier hineinhorchen. Da kommt die Antwort. Ich kann in einen Raum hineinkommen und einfach mal stehen bleiben und spüren. Stimmt das für mich da? Mhm. Ja, gut. Nein, rechts umkehren. Ja, richtig. Und das ist ja das, was viel deine Tätigkeit ist. Mhm. Du sagst mir das ja ganz oft, wenn wir uns unterhalten, in die Thematik hinein, dass du sagst, nee, nicht den Verstand einschalten. Einfach rangehen, wie fühlst du das, wie spürst du das? Und wenn es unangenehm ist, dann ohne darüber nachzudenken sein lassen. Weil dein Körper hat dir schon gezeigt an seiner Reaktion, was er möchte und was für dich gut ist und was nicht für dich gut ist. Ja. Und ich glaube auch, das ist das, was du am meisten den Menschen vermittelst, wenn sie zu dir kommen. Die wollen immer von dir einen Ratschlag haben, aber letztendlich, wenn sie rausgehen, wissen sie den Weg, wie sie sich selbst hören können. Ja. Ich glaube, das ist viel, viel entscheidender. Ne? Ja. Wie weil ich möchte die Selbstständigkeit eines Individuums erhalten und eben nicht manipulieren. Ah, und nicht Abhängigkeit, dass der jetzt alle Woche zu dir kommen muss und fragen, was er jetzt für Schuhe anziehen muss zum Kleid. Ja, genau. Verstehe ich. Ich möchte noch zum Abschluss unserer Sendung, ja, eine knappe halbe Stunde haben wir noch, Weihnachten. Weihnachten ist ja eines meiner Lieblingsthemen, das heißt als Kind natürlich, ist es klar, wer freut sich nicht auf Weihnachten, jeden 24. hat man schon gelauscht und geguckt, da hat man den Nikolaus und Weihnachten und Christkind und was da alles kommt. Natürlich Wochen vorher schon sich darauf gefreut, aber warum? Weil wir natürlich wussten, es gibt immer was zu schenken. So, das war mal das Erste. Viel später dann mit dem Thema auch Schule hat man uns übermittelt, dass der 24. Dezember das Fest der Liebe ist und Christi Geburt. Und da ich auch einer bin, der immer mal nachbohrt und mal nachguckt, habe ich jetzt verschiedene Schriften gefunden mit verschiedenen Aussagen. Und eine der Aussagen ist also, das wäre alles Spökes, das wäre nur über den Papst Gregor damals alles festgelegt worden. Der hätte es einfach passend gemacht. Sein Freund, der Silvester, hat dann extra den 31. bekommen, da ist dann Silvester und so. Er hatte ja am 1. Geburtstag. Werden uns diese Daten irgendwo untergejubelt oder war der 24. wirklich Christi Geburt? Ah, nein, das war es nicht. Wenn am 8. Dezember Maria Empfängnis ist Christi Geburt am 9.9. Mhm. So also, einfach ist es. Eine jetzt, Zahl stimmt mal. Ja. Jetzt geht man ja immer davon aus, dass diese sogenannte, wie soll ich es nennen, göttliche Empfängnis oder was da empfangen wurde, mit dem, was wir uns als Menschen vorstellen, gar nichts zu tun hat. Nein. Also vielleicht war ja die Maria Magdalena schon der Vorläufer der Turbomutter aus dem 23. Jahrhundert, die innerhalb von 8 bis 24, 16 Tage ihr Kind gekriegt hat. Ist das alles nur Mythos mit diesem Thema? Und wir stellen uns ja immer vor, wenn wir das Wort unbefleckte Empfängnis hören, ich habe das vorhin im Vorgespräch gesagt, hat er mich dann gleich ausgelacht, ne? Habe ich dann gesagt, ja, das ist eine Empfängnis, die ohne Geschlechtsverkehr stattfindet. Dann hast du gesagt, nee, weit gefehlt, aber jetzt erkläre du. Ja, noch zum Geburtsdatum, das ist korrekt, gerade alles gesagt ist, das ist also der 9.9.7 vor Christus,
ist Jesus geboren. Es gibt Lexikas, wo das drinsteht. Mhm. Und das ist also so. Nun zu der unbefleckten Empfängnis. Gott macht nichts, was seiner Ordnung widerspricht. Mhm. Und er kann auf der Erde nicht eine sexfreie Kopulation machen, um ein Kind zu zeugen. Das okay. ist Natur, das ist normal, das ist Schöpfungsgebot. Aber die Unbeflecktheit ist der Ausdruck der Reinheit, reiner Gedanke. Keine schmutzigen Gedanken dabei. Schauen Sie mal in der Welt herum. Keine oder reine Gefühle und die reine Ausrichtung in die geistige Ebene. Also das heißt, das, was wir so heute landläufig alles den Mädchen erklären, wenn wir ihnen erklären wollen, warum man Geschlechtsverkehr miteinander macht, dann heißt es ja auch nicht, ja, zum Spaß und zum Vergnügen und weil es halt der Gegenüber gerade will, sondern die Gefühlsebene, die damit zu tun hat, meine geistige Haltung zu dem ganzen Thema und dann natürlich die Göttlichkeit der Situation an sich überhaupt sehen. Man muss sich das mal vorstellen. Zwei Menschen sind in der Lage, oder zumindest dazu müssen sie bereit sein, ein Leben zu erschaffen. Das ist ja mal eine ganz andere Geschichte, wie wenn ich hingehe und sage, wir bauen ein Auto oder wir bauen eine Küchenmaschine oder einen Schrank oder sonst irgendwas. Da wird ja ein Leben erschaffen. Natürlich gehört die göttliche Hilfe da immer noch mit dazu. Aber wir verstehen das oftmals falsch. Das heißt, auch da gab es zwischen Maria und Josef das, dass die sich eng im Arm gehalten haben und miteinander geschlafen haben, wie das Tausende von Menschen jeden Tag machen. Aber wie gesagt, es war einfach die Reinheit, die Liebe, ja. das offene Herz dabei. Und weder ging es dort um irgendwelche Sexspiele noch sonst irgendwas, sondern es ging darum, ein gemeinsames Kind zu zeugen und ja. sich dessen bewusst zu sein, was man da ja. macht. Ja. Und wenn das am 9.9. war und 7 Jahre, sagst du, vor ja. dem Jahre Null, weißt du, was der Grund war, warum man das nicht so festgelegt hat? Nein, ich weiß es nicht, ob es mit dem gregorianischen Kalender zusammenhängt. Die haben ja da immer wieder gemauselt mit den Kalendern. Ja, ist ja gleich, ist einfach so. Voilà. Und ich habe auch noch nicht gehört, dass es so gelehrt wird, ne? Also wie gesagt, es gibt Meyers Lexikon um 1922 herum, was drinsteht. Dieses Datum. Die Neuen führen dann verschiedene Daten auf, dass dieses auch dabei. Ah, dann ist man sich jetzt so sicher und will auch keinem auf die Füße treten. Dann Nein, man will ja etwas nicht sagen. Da zählt man noch andere damit auf, dass man nicht weiß, welches es ist. Auch interessant. Haben wir wieder einen Punkt, der uns immer ein Stückchen nach vorne bringt, denn wenn Sie, es ist eigentlich gar nicht wichtig, ob es der 24. ist, der 31. oder der 52., darum geht es überhaupt nicht. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie könnten das Gefühl, was Sie mit Weihnachten verbinden und mit dem sogenannten Tag der Christusgeburt, könnten Sie das Gefühl das ganze Jahr durch Ihr Leben tragen. Stellen Sie sich doch mal vor, es wären 365 Tage gefühlsmäßig Weihnachten. Was wäre das für ein göttliches Leben, wenn wir uns immer als beschenkt fühlen würden und wenn wir immer spüren würden, wie schön es ist, dem anderen Liebe zu schenken. Da würden wir uns ganz schnell wegentwickeln von allen materiellen Dingen, weil wir wüssten, dass das nur noch Makulatur um uns herum ist. Und so sind wir auch wieder bei einem Punkt angelangt, der mit Weihnachten sehr eng in Verbindung steht. Wie siehst du das ganze Thema des Schenkens, Gott? Ja, Schenken ist etwas Schönes. Das ist etwas Geben. Das ist, ich habe das Bedürfnis, etwas zu geben. Das ist immer gut. Es ist alles eine Frage des Maßes.
Aha. Das ist Natur, Naturgesetz. Oder dieser Rummel, den wir seit vielen, vielen Jahren, Generationen haben, das ist ja alles eben wieder die Wirtschaft. Die Wirtschaft hat dem Volk zu dienen, aber sie dient ja sich. Das genau. Volk soll der Wirtschaft dienen, darum der Rummel. Wir hören im Radio oder im Fernsehen, hören wir, dass an Weihnachten die Geschäfte einen Drittel des Jahresumsatzes machen und so in die schwarzen Zahlen kommen. Das heißt, dann kommt man schon wieder dem Gedanken näher, dass man Weihnachten als Wirtschaftsfaktor eingeführt hat. Ja, echt, echt. Gut, damals beim Gregor, oder ich habe gar nicht nachgeschaut, wann Weihnachten eingeführt wurde im Christentum, weil es für mich einfach in dem Sinn keinen Sinn mehr macht, Weihnachten groß zu thematisieren. Ich meine, dass man einen Geburtstag von Jesus Christus feiern will, ist ein natürliches Empfinden. Die Rom hat dann einfach einen sehr, sehr wichtigen Feiertag genommen, der Kelten und Germanen, und hat über den dieses Weihnachtsfest gestülpt. Und so ist es entstanden. Sie haben ja viele Sachen auf die bestehenden Religionen aufgepfropft. Mhm. Das ist nicht unbedingt schlecht, es geht einfach weiter. Nun ist einfach die Frage, was man daraus macht. Und es liegt an der Christenkirche, was sie daraus machen lässt. Ich meine, vieles spricht ja, wenn man diese ganzen Prophezeiungsthematik durchgeht, dann habe ich jetzt schon häufig gelesen, dass das Ende der christlichen Kirchen prophezeit wurde, dass das irgendwann endet. Aber ein Ende kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir eher einen Wandel vorstellen. Ja, ich denke auch an einen Wandel. Rom wird sicher verschwinden, denke ich, weil Gott nicht mehr dahinter steht. Mhm. Oder in Rom ist, das hat energetische Zusammenhänge, wo ich im Moment ein bisschen Mühe habe, darauf einzugehen offiziell. Es wird ein Wandel geben, aber das geht langsam. Der große Herr hat einmal gesagt, ich sehe schon, es wird auch dieses Mal 300 Jahre gehen wie letztes Mal, bis das Christentum sich gesattelt hat, eingeführt ist. Also das heißt, auch da wird es wieder so sein, dass der Mensch einfach in seinem täglichen Sein Stück für Stück projizieren muss, wo geht meine Glaubensgemeinschaft hin? Ja. Denn wir reden immer so, das Wort hatten wir vorhin auch in der Thematik, wo es darum ging, uns zu erkennen, Nächstenliebe. Mhm. Das ist ja auch, also ist sag immer, wir dürften diese Worte gar nicht mehr in den Mund nehmen, wenn ich sehe, was wirklich draußen vor der Tür passiert jeden Tag und wie Menschen in die Enge getrieben werden. Wie gesagt, ich stelle mir mit Schrecken fest, wie sich die Selbstmordzahlen entwickeln. Da spricht man nicht drüber. Ich habe jetzt mitgekriegt, in den Medien werden die meisten Selbstmorde gar nicht mehr erwähnt. Ja, wissen Menschen, Sie warum? Ja, klar. Weil meisten bei den jungen Ärzten sind. Das und es geht darum, würden die Menschen wirklich darüber reflektieren, wie viele Menschen sich das Leben nehmen und aus welchem Grund? Würden sie hinstellen und sagen, Moment mal, irgendwas stimmt doch da nicht. Deswegen hat man aufgehört, diese Dinge öffentlich zu machen. Ich finde es, wie gesagt, noch schlimmer, es nicht zu tun, weil es ist manipulativ. Und somit wissen die Menschen gar nicht, wie viel ihrer Leidensgenossen in Anführungszeichen ihr Leben wegwerfen, weil sie einfach der Meinung sind, sie können nicht mehr weiter, weil tausend Dinge auf sie einstürzen, die aber alle Menschen gemacht sind. Und da, glaube ich, ist so ein Punkt, wo wir ganz, ganz arg anfangen sollten, über Veränderungen nachzudenken. Und zwar wirklich dann, immer wenn das Wort auftaucht, das musst du tun.
dann sollten wir sofort einen Schritt zurücktreten und anfangen zu überlegen, wieso muss ich das tun? Und da beginnt es auch. Eine Gesellschaft und ein System, was sich nur auf Kontrolle und Zwang aufbaut, wird untergehen. Und da können Sie in der Geschichte zurückgucken, alle, die Größten, schauen wir uns Napoleon an oder noch weiter zurück, das Reich von Karl dem Großen oder so, wie irre mächtig diese Menschen waren. Was ist heute übrig? Nichts mehr, gar nichts mehr. Die Cäsaren haben gemeint, sie wären gottgleich und haben sich auch so feiern lassen. Was ist heute übrig geblieben von Rom? Berlusconi und nicht mehr viel. Warum nicht? Weil es nicht dem Sinn und Zweck entspricht. Es sind alles die Dinge, die menschengemacht sind. Und so ist es heute auch. In Europa, vor kurzem habe ich einen Bericht gehört, wo sich einer über den Vorsitzenden irgendeiner großen europäischen Institution ausgelassen hat, natürlich nicht positiv. Und er hat drei Sätze gesagt, da konnte ich ihm nicht widersprechen, obwohl es ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist. Aber er hat gesagt, wer hat sie gewollt, wer hat sie gewählt und wer möchte, dass sie über 300 Millionen Menschen entscheiden? Niemand. Niemand ist in der Lage und niemand hat das Recht, über 300 Millionen Menschen zu entscheiden. Die Menschen haben selbst das Recht, über sich zu entscheiden. Ja. Mhm. Und dann wären wir jetzt in unserem vierten und letzten Teil unserer Sendung das Thema Wünschen. Wünschen ist ja was ganz Tolles. Wir haben ja gehört, dass Weihnachten eigentlich so besinnliche Zeit ist und so weiter und wo man so ein bisschen medias res gehen. Wir haben vorhin von dem Thema gesprochen, die richtige Zeit, um zu vergeben. Dazu ist es eigentlich ideal. Jetzt habe ich die Ruhe, mich mal zurückzunehmen und einfach an die alle zu denken. Wir haben heute gelernt, wie wir unser Licht in unserem Herzen entzünden, pflegen können und wie wir diese Kraft dieses Lichtes auch weitergeben können. Und jetzt ist ja die Frage, Wünschen. Wenn ich jetzt sage, du darfst damit jetzt anfangen, du bist der Älteste, deswegen hast du es bestimmt auch am schwierigsten. Wenn man jetzt schon so viele Tage auf dem Planeten verbracht hat wie du, hat man dann überhaupt noch Wünsche zu Weihnachten, also so persönliche? Ja, eigentlich nicht. Ich treffe viele ältere Menschen, die sagen, wir haben schon lange aufgehört, Päckchen zu geben. Und ich bin da immer schon von der Jugendzeit als Bube geprägt. Ich hatte immer sehr viel Freude, wenn ich Nastücher bekommen habe. Und wenn mich jemand fragt, ja, was kann man dir denn noch geben, sage ich Nastücher. Ja, die braucht man täglich. Ja. Ja, genau. Und die gehen kaputt. Also es ist natürlich, das Wünschen hat schon einen tiefen Grund. Und Wünschen und Bitten. Die Meister, also die ganze geistige Hierarchie, kann einem Menschen nichts geben, wenn er nicht darum bittet. Oder eben wünscht, dass es eintrifft oder dass es anders wird und so weiter. Das ist schon etwas, was wir machen können. Das ist eine gute Sache. Darum gibt es ja auch. Mhm. Das ist alles eine Frage des Bewusstseins, der Menge, des Übertreibens. Das heißt, wünschen bedeutet auch zu tun, diese Dinge, die ich nicht unbedingt für meinen persönlichen Zweck, sondern die ich womöglich allen, das Thema, ich sage mal Frieden, den Menschen Frieden zu wünschen, wird für mich manchmal ein bisschen grotesk, weil ich sage immer, schau mal, weißt du, wie wir das am einfachsten erreichen, indem wir es tun. Und das Erste, und deswegen kommt dann bei mir immer so die Distanz auf, da lese ich vor vielleicht 6 Wochen, dass die Bedingungen zum Waffenexport jetzt gelockert werden, dass man also in noch mehr Länder irgendwelche Waffen liefern kann. Und dann sage ich, und ab dem Moment wird jedes Wünschen des Friedens zur Farce. Ich kann nicht gleichzeitig hingehen und Waffen exportieren und dann noch so eine Friedensbotschaft, weil ich an die Päckle hinten an den Abzug hänge ich dann so einen Zettel hin und schreibe dann Friede und sei mit euch und so, sage ich, also das ist doch ein Scherz alles. Also da mal wieder die Realität zu sehen und wie du schon sagst, nicht die Wirtschaft den Menschen doktrieren lassen, sondern die Wirtschaft hat den Menschen zu dienen. Es ist ja interessant,
dass das Wort Frieden im Englischen zwei Wörter hat. Mhm. Wieso zwei? Frieden. Freedom. Und die Lady Victory, die Statue. Aha, okay. Und was ist der Unterschied? Das eine wird wahrscheinlich sein, wenn ich mit mir zufrieden bin. Also die Göttin des Friedens, die ist oben auf dem Kapitol, auf dem Kuppel. Mhm. Das ist die äußere, der äußere Frieden. Und das ist ein Zustand, der nicht sehr stabil ist. Das wissen wir ja. Mhm. Und die Victory, das ist der Frieden, der innere Frieden im Herzen. Der Unterschied liegt also darin, Frieden im Außen heißt, das weiß ich nicht auf den Kopf hauen vor meiner Tür, und der Frieden im Inneren heißt, bin ich mit mir im Frieden. Ja, mit Gott und einfach... Mit dem Umfeld. Ja, das wenn ich dich jetzt frage, Umfeld. Ja, genau. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, Alexa, wie sieht es bei dir mit dem Wünschen aus? Also ich fange mal so an. In meiner Webseite steht zum Beispiel, dass ich keine Geschenke akzeptiere und nicht will. Und wenn ich mir was wünschen soll, das hebt mich immer so in zwangsläufig in eine materielle Welt, in die ich nicht will. Alles, was ich mir wünsche, in dem Sinne, ist das reine Licht für mich selber und für alle und alles andere. Und deshalb habe ich schon als Kind, ich habe nicht gewartet, bis das Christkind gekommen ist, sondern ich habe den Spieß umgedreht und ich habe das Christkind gemacht für alle anderen. Mhm. Ich habe also jetzt schon Schlüsselloch geguckt. Also die ersten paar Mal, so, wo ich wirklich ganz klein war, guckte ich auch noch durch Schlüsselloch. Klar, wer macht das nicht? Aber nachher habe ich den Part übernommen und habe mir war alles dran gelegen, die Freude bei den anderen zu spüren. Ich wollte das spüren. Und ohne, dass man sie jetzt materiell verführt hätte, wir hatten auch nicht viel, aber das Ganze drum und dran, das Kochen war beim Essen oder das Bäumchen herrichten oder dann mit der Glocke klingeln, so nach dem Motto, so jetzt ist das Christkind da. Und diese Spannung, diese Freude, da, um das ging es mir immer schon. Also ich stelle fest, obwohl ihr euch im Alter um ein paar Jährchen unterscheidet, es fängt an bei Menschen, die, ich glaube, die sehr bewusst werden in ihrem Leben, fängt es irgendwann an, dass man dieses Konsumgeschenke und jetzt mit Zwang, ich sage immer, am allerschlimmsten finde ich, wenn dann noch am 24. in den Supermarkt gerannt wird und dann guckt, oh, was kriegt der Vater? Und dann wird so ein Kombi-Set aus Rasierschaum, Rasierwasser, Waschlappen und noch irgendwas, was schon fertig eingepackt wird, wo alles weg ist. Mhm. Ich muss nicht mehr denken, ich muss nicht mehr mich mit ihm verbinden, welche Farbe mag er am liebsten, was. Nein, wird mir alles abgenommen, ich gehe nur noch rein, greife ins Regal, gehe zur Kasse, zack, zack, baba, alles Gute, frohe Weihnachten. Also das ist nicht gemeint. Dann sage ich immer, lasst's lieber und malt ein Bild oder schreibt einen Gutschein oder macht irgendwas, wo es um euer Herzensthema geht und nicht, dass irgendein Drum unter dem Weihnachtsbaum steht. Darum geht es auf keinen Fall. Ja, dann kommt vielleicht noch ich und dann sage ich mal, wo es bei mir ums Wünschen geht. Ich würde mir wünschen zwei Dinge. Einmal, dass wir mit dem Sender noch viele, viele Menschen erreichen können und ihnen Dinge vermitteln, wie zum Beispiel das Wissen, was ein Kurt Sieber sich in seinem Leben angeeignet hat, die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die eine Alexa Hubler-Rieter sich angeeignet hat, alle diese Dinge zu publizieren. Denn nur, wenn wir über die Dinge informiert sind, können wir was damit anfangen. Wenn wir über Dinge nichts wissen, dann werden sie uns nie zum Wohle unserer Entwicklung zur Verfügung stehen. Und in dem Zusammenhang natürlich, dass alle Maßnahmen so getroffen werden, wie sie für den Sender und für das Ganze hier förderlich wären. In diesem Sinne noch frohe Weihnachten und ganz herzlichen Dank an Alexa und Kurt. Danke. Und natürlich an Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Gehen Sie in sich, nutzen Sie diese Tage, um Ihren inneren Frieden zu finden und tun Sie das, was der Kurt gesagt hat. Geben Sie Ihr Licht, so oft es geht, an die Menschen. Frohe Weihnachten und eine wunderschöne Zeit Ihnen.
timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.